Hallo Leute, das war natürlich ein Spaß. Seid ihr alle da? Ich habe letztes Mal keinen Käppi aufgehabt und dann hat jemand angerufen, dass meine Pläte hier ihn geblendet hat. Deswegen habe ich heute eine Kappe auf. Das ist angenehmer für die Augen. Heute geht's um die Wurst? Nein, ich muss erst mal gucken, wie ich hier. So, das. Ach so, ja. Um ein Seminar, auch für Züchter, aber ich denke halt mal, das ist für alle Hundefreunde interessant. Ich sehe, ihr seid ja auch schon alle da. Mein Gott, das ist ja toll. Also, das Motto ist: Hundemütter leben länger. Ziele der Hundezucht sind natürlich unterschiedlich, je nachdem, wer dahinter steckt. Die Züchter, ich habe jetzt mal ein Fragezeichen dahinter gemacht, möchten natürlich viele und gesunde Welpen. Nehme ich mal an, aber halte ich für logisch. Und ich denke mal, jeder, der eine besondere Rasse züchtet, hat auch eine Verantwortung der Rasse gegenüber und möchte auch diese Rasse verbessern. Das unterstelle ich mal jedem Züchter, weil alle Züchter sind Hundefreunde und sind Hundemenschen eben von Herzen her. Der Erwerber, das sind wir halt und das sind alle Leute, die einen Hund vom Züchter haben möchten, in ihn bekommen. Die möchten, denke ich auch wieder, gesunde, fitte und fröhliche Hunde. So aus eigenem Ermessen bin ich halt sehr froh, wenn ich vom Züchter, vom gewissenhaften Züchter, einen fitten Hund bekomme, sowas wie Paul hier, oder ein Basset oder ein Pudel, das macht eigentlich nichts zur Sache. Aber Hunde sind fröhlich, wenn sie gesund sind und wenn sie fit sind. Und daran können natürlich beide Parteien arbeiten. Ich möchte von meinem Hund, warte mal, ich guck mal gerade, seht ihr mich überhaupt und sag mal einer, ob das alles sehr gut zu sehen ist. Ja, ne? Nur mal kurz Notiz. Klar und deutlich. Prima, und ihr hört mich auch anscheinend. Deswegen habt ihr schon alle Tränen in den Augen über meine dummen Witze. Alles bestens. Vielen Dank. Okay, ich möchte also einen Hund, wenn er jetzt jung ins Haus kommt, natürlich, dass er sich frühzeitig mit Literatur beschäftigt über Gesundheit und Kultur. Die Basisdaten der Mutter. Ich habe einfach mal hier 7 Punkte als Leitschiene genommen. Und die einzelnen Punkte sprechen wir jetzt mal durch, wenn ihr damit einverstanden seid. Es dreht sich bei der Zucht natürlich viel um die Gene. Und allgemein denken wir oder denken viele halt auch Fachleute, dass man an den Genen nichts ändern kann. Die Gene sind von Gott gegeben oder sie sind halt in der Rasse so manifestiert, dass man nichts mehr dran ändern kann, außer gewissen Modifikationen, wie jetzt der Hüfte zum Beispiel am Schäferhund. Und ich möchte darauf hinweisen, dass die Gene durch unsere Maßnahmen beeinflussbar sind. Ja, wenn sich jemand dafür wirklich interessiert, dann lese er das Buch von, wo habe ich denn das hingeschrieben hier? Ah, das kommt gleich. Von Chopra, Super Gene, wo die wichtigsten und neuesten Forschungsergebnisse in Bezug auf Gene niedergeschrieben wurden. Ein wichtiger Maßstab, den müssen wir uns merken, dass Gene mit den Darmbakterien, mit den Mikroorganismen des Körpers konkurrieren, beziehungsweise ihnen letztendlich unterlegen sind. Je stärker also die Darmbakterien zusammenarbeiten, desto besser entwickeln sich die Gene einer Rasse und sogar eines Hundes. Und die Verbesserung der Gene wird auch die nächsten Generationen, zumindest mal 2 Generationen, direkt übertragen. Ja, ich habe hier mal ein paar Rassen aufgeschrieben. Der Dobermann, ihm sagt man nach, dass er mit spätestens 5 Jahren an Herzversagen stirbt. Der Schäferhund mit seinen Hüften, aber auch mit seinen Augen. Die Keratitis, die Dogge,
Der Kavalier King Charles mit seiner Kardiomyopathie, also Herzmuskeln, Berner Sennenhund. Ne? Es geht selbst in Fachkreisen rum, dass Berner Sennenhunde, wenn sie 7 Jahre erreichen, ja schon glückliche Besitzer haben müssen. Der Silberlabrador, da ergötzen sich eine Schwadron von Genspezialisten bzw. Leuten, die sich dazu ernannt haben, was sie alles darüber wissen, wie die Gene da so ganz schlecht waren. Shanghai, Mops und so weiter. Flat-coated Retriever mit ihren Augen. Ich kann aus meiner Erfahrung berichten, dass nicht alles so dominant ist. Das heißt, man kann eine Augenerkrankung beim Flat-coated Retriever ziemlich zuverlässig vermeiden oder verhindern, auch wenn sie in den Genen schon als Disposition angelegt ist, wenn man versteht, mit der Darmflora eines Hundes umzugehen. Das ist jetzt, hört sich ein bisschen fachchinesisch an, aber es hat natürlich eine Bedeutung für einen Besitzer, der so einen Hund bekommt, wo er dann plötzlich im Buch liest, oh oh, und aber auf der anderen Seite für den Züchter, der das wissen sollte, dass man eben über die Ernährung, über die Darmflora, über die Pflege, das sind Faktoren, die wir gleich noch besprechen, doch recht viel selbst beeinflussen kann, auch in Bezug auf die Gene. Hier habe ich ein Röntgenbild, nur als Beispiel, von französischer Bulldogge. Und da ist es uns aufgefallen, bei vielen Röntgenuntersuchungen, dass die Keilwirbel, das ist ein Keilwirbel hier, da, dass die sich dominant, also häufig, genau auf dem Magenzustimmungspunkt ereignen. Das heißt, wir können hier mal diese dunklen Flecke sehen, das sind Magengase, also Aufgase von veränderter Magenflora, Magenbakterien. Diese Gase drücken den oberen Zwerchfellpfeiler hier hin und dann haben wir hier dadurch eine kleine Spondylose und eben den Keilwirbel. Jetzt kann jeder sagen, natürlich, der Keilwirbel macht den Magen hier kaputt, aber wir haben gelernt, dass diese Zustände, dass die Keilwirbel dort sind, oft den Hintergrund haben umgekehrt, dass eben die Magensymptomatik, die ja auch vererbt wird von den Bakterien der Mutter nach der Geburt direkt, das heißt, diese Bakterienveränderungen und natürlich Faktoren, die durch Ernährung und so weiter, Wurmkorn und so weiter bearbeitet werden, dass die letztendlich daran wirken, dass auch hier ein Störfeld entsteht. Das heißt, die Frage, was war zuerst da, der Keilwirbel oder die Magenveränderung über Generationen, ist unsere Erkenntnis, dass die Magenveränderung zuerst da war. Dann kommen die Keilwirbel. So, na, kann natürlich niemand das Gegenteil beschreiben, aber wir haben doch schon etliche Untersuchungen durchführen können, die darauf hinweisen. Auf der anderen Seite, wenn diese Keilwirbel hier entsprechend mit richtigen Therapien bearbeitet werden, Lasertherapien und auf der anderen Seite durch Magensanierungskuren, dann kann der Hund diese Engpässe wesentlich besser überbrücken. Und das, was er dann eventuell gelernt hat in Form von Gesundheit, Überbrückung von Energieblockaden, das überträgt er wieder auch auf seine Nachkommen. Das heißt, das Genmaterial auch in Bezug auf Keilwirbel kann dadurch verbessert werden. Nur mal als kleines Beispiel. Ich will euch ja jetzt nicht gleich hier quälen mit den ganzen fachlichen Hintergründen. Also hier nochmal, Chopra ist ein Menschenbuch, super Gene, aber ich habe das, weiß nicht wie oft jetzt schon gelesen, es ist einfach ganz wichtig. Man hat sogar ein Wort dafür, das Quorum Sensum, Sensing, das gemeinsame Schwingen. Die Magen-Darmbakterien sprechen mit allen Zellen und Systemen, auch mit den Genen und dem Gehirn. Das heißt, je besser die Darmflora ausgeglichen und harmonischer und aktiver ist, umso besser kann eben diese Sprache über den Körper verteilt werden. Und das hört sich ja total, ja, fast schon kindisch an, die sprechen und so. Aber tatsächlich habe ich jetzt die neuesten Forschungsergebnisse aus den USA gelesen, dass tatsächlich diese Sprache in der Form bildhaft übersetzt worden ist, dass sogar die Darmflora mit Krebszellen von Krebspatienten eine gewisse Rede führt, eine gewisse Aussage gegenüber von Krebszellen hat, dass sie doch besser das und das tun sollen. Das sind also atemberaubende Ergebnisse, die ich Gott sei Dank jetzt von einer Universität auch lesen konnte. Das heißt, die fachlichen Begründungen, dass diese komischen Sätze, die Bakterien schwingen gemeinsam, die haben eine Sprache und so weiter, dass die tatsächlich inzwischen in die
Wissenschaft übergehen, die das beweisen kann und auch will jetzt. Das ist ein Orchester, Datenschutz, ich habe den grünen Mäntel angezogen, aber nur als Beispiel, dass eben die Bakterien alles dirigieren im Körper. Das Immunsystem, die Fruchtbarkeit, wir sprechen ja über Zucht hier, die Gene und so weiter und so weiter. So, die Konsequenz aus diesem Faktor, alle Maßnahmen, alle auf gesunde und dynamische Magen-Darm-Flora ausrichten. Der sprechende Stuhl. Nochmal, alle Maßnahmen, wenn ich Hunde züchte oder Hunde irgendwie managen möchte, muss ich mich hauptsächlich auf die Magen-Darm-Flora konzentrieren. Wie erkenne ich das, wie die Magen-Darm-Flora ist? Ihr seid noch dabei, jawohl. Die Erkennung, da habe ich jetzt nochmal die paar Rassen, aber es gibt natürlich wesentlich mehr noch, die in Verdacht stehen, dass sie irgendwelche Gendefekte haben. Die Erkennung der Darmflora und der Magenflora ist erstmal ganz simpel. Ne? Aber der Stuhl selber, der Kot, ich brauche ihn nicht ins Labor legen, ich muss ihn einfach nur zwischendurch anschauen, das ist richtiger Kot. Der muss dreimal da sein am Tag und er muss eben, sollte optimalerweise so aussehen. Wenn da Schleimfetzen dran sind und dies und jenes, und hat nicht gerade den Grund, dass er gestern irgendwas gefressen hat, dann sieht man da als erstes schon gewisse Veränderungen. Untersuchen kann man natürlich jetzt die Gene in den Bluttests. Das habe ich jetzt auch erlebt, dass eben Züchter doch viel Geld ausgeben müssen oder selber wollen, um diese ganzen Genhintergründe aufzuklären, finde ich ganz toll, damit man wirklich konsequent an der Zucht arbeiten kann. Aber mir wäre das lieber, wenn ich dann halt jetzt als Züchter sowas mache, dass ich dann halt auch gleichzeitig aber auch die einfachen Dinge berücksichtige, die aber auch eine Wirkung haben. Das heißt, ich würde mir, wenn ich jetzt wirklich da hundertprozentig auch Abhilfe schaffen will von Problemen, würde ich mir neben Gentests in dem Blut, würde ich mir halt auch einfach mal den Stuhl anschauen. Das ist hier der Darm, also den Stuhl, die 5E-Stuhlprobe, die halt auch auf andere Faktoren untersucht, als auch nur auf die Bakterien sondern oder Parasiten, sondern eben mehr auf Leaky Gut, auf Entzündungsvorgänge, auf Lymphbelastungen und so weiter, die mit dem Darm zusammenhängen. Da muss man nicht viel Geld ausgeben und hat auf der anderen Seite doch ganz hervorragende Erkenntnisse in Bezug auf den Zustand der Darmflora, die ja wiederum die Gene so dominant beeinflusst, wie wir es gerade besprochen haben. Dann die parasitologische Untersuchung, das ist natürlich verständlich, aber ich höre das, dass manchmal gar nicht so viel gemacht wird. Aber bevor ich jetzt diese und jene Wurmkur und was weiß ich alles verabreiche, ist die parasitologische Untersuchung, die Routineuntersuchung eine ganz wichtige Sache, Angelegenheit, weil ein Hund, der keine Würmer hat, den muss ich auch nicht von mir aus, sei denn der Zuchtverband erwartet es, aber ansonsten von mir aus muss ich den natürlich nicht entwurmen, weil das da keinen Nutzen hätte. Das heißt, das gucke ich, dass der Tierarzt das preisgünstig macht und eben zwischendurch einfach mal den parasitären Status anschaut. Aber manche Züchter haben ja auch ihren Hund mal röntgen lassen. Oder kriegen von Besitzern Röntgenbilder zugeschickt. Ne? Die Züchter kommen ja sehr stark in den Fokus auch der Fachwelt, dass sie immer wieder auch wegen Problemen befragt werden. Und wenn jetzt jemand, ein Züchter oder ein Interessierter, auch ein Röntgenbild zur Verfügung hat oder kann sich zuschicken lassen, dann kann er das auch einfach mal anschauen. Nämlich veränderte Darmflora oder Magenflora hat dunkle Flächen zur Folge. Diese dunklen Flächen, hier ist zum Beispiel der Magen hochgradig aufgegast, was oft übersehen wird, wenn man Röntgenbilder anschaut. Man sieht dann halt die Wirbelsäule an, aber nicht diese dunklen Flecken. Und hier heißt es zum Beispiel, dass der Magen hochgradig aufgegast ist, dass der Magen ganz dünne Magenwände hat, ne, dass hier oben deswegen Zwerchfellverkrampfungen stattfinden und hier natürlich eine Milchschwellung noch dabei ist und dann eben der Darm noch unter Gas ist. Also das ist auch eine Sache, das kann jeder sich mal anschauen und mit der Zeit wird man dann auch Erfahrung bekommen und einfach mal die Unterschiede ganz grobsinnlich als Informationsquelle beanspruchen können. Die Konstitution, da haben wir Gewicht, das Gewicht ist logisch, ne? Bindegewebe und ich zähle jetzt nicht alles auf. Aber dazu gehören auch die Zustand der Meridiane, ja, wie die Energie hier im Körper
rumlaufen kann, wie die Hormonsysteme mit den Organsystemen zusammenarbeiten können und so weiter. Hier habe ich schon mal den Magenmeridian aufgezeichnet, der ja nun mit dem Gesäuge und viel mit Welpen auch zu tun haben. Nicht kann, sondern hat. Und dazu kommen bei der Konstitution natürlich die Funktionalität der Schilddrüse, der Nebennierenrinde und auch die zentrale Steuerung durch die Hypophyse und Hypothalamus. Das gucken wir jetzt mal kurz durch, was sich da so bietet. Wie können wir das denn feststellen? Ja gut, wir können ja jetzt nicht ein MRT und alles möglich machen und alles durchtesten und so weiter. Aber was können wir jetzt machen, um einfach mal die Konstitution zu überprüfen? Außer den Dingen, die wir natürlich fühlen und sehen können. Das besprechen wir gleich noch. Also, das eine ist ein Energiescan. Das haben wir in unseren Seminaren schon oft besprochen. Mit manch einem habe ich das schon üben können. Wer das noch nicht geübt hat, der melde sich bitte, dass wir dringend wieder noch ein Energieseminar machen. Man kann nämlich an dem Hund wunderbar feststellen, wie die Energie läuft. Ja? Ob hier zum Beispiel das Eierstockfeld, ob das blockiert ist, ob das Nieren-Qi gut transportiert wird, ob der Kopf vielleicht zu warm ist im Gegensatz zur Hinterhand, die aber auch genug Durchblutung haben müsste, um die Hormonsysteme hier auszugleichen, etc. etc. Die ganz einfache Energieuntersuchung, das kann jeder, und Züchter können das sowieso, ist es grobsinnig schon mal ganz gut festzustellen, ob ein Hund von der Energiehaushalt ja gut oder nicht gut drauf ist. Ja, ob er ausgewogen ist, funktioniert oder nicht. Und das hat mit der Zucht sehr viel zu tun, weil wir über diesen einfachen Test schon die groben Störfelder schon mal analysieren können und dann eben darauf noch eingehen können. Ihr meldet euch ja gar nicht, aber ist immer noch alles okay? Sag mal einer okay. Einfach nur okay. Okay. Danke sehr, danke, danke, danke. Also, ja, nee, ich habe nur gerade gedacht, wenn ihr schweigt, dann, aber das ist, weil ich so schnell rede, gell? Ich rede jetzt langsamer. So, man kann natürlich die Blutwerte und Zellen untersuchen. Das ist ja auch gut. Aber man kann ja auch zum Beispiel bei Zuchthündinnen im Blut die Nährstoffe alle untersuchen. Und da habe ich jetzt auch schon wieder gehört, dass Züchter dafür unglaubliche Summen investieren, um festzustellen, ob Selen oder dies oder jenes genug im Blut ist. Und dafür möchte ich ein klein wenig warnen, weil letztendlich ein Nährstoff im Blut letztendlich keine genaue Aussage gibt in der Form, ob der Hund jetzt in diesem Segment auch gesund ist. Es kann genauso sein, er hat das im Blut, kann es aber nicht in den Mitochondrien oder in den Zellen verstoffwechseln. Das heißt, die Untersuchung und die Festklammerung auf Nährwerte im Blut ist vielleicht für den Fachmann was, wenn jetzt wirklich Mangelsymptome vorliegen und man misst dann B12 im Blut. Aber ansonsten für so Screenings, für zu untersuchen, ist das in meinen Augen viel zu teuer und auf der anderen Seite bringt es praktisch nichts. Das heißt, wenn man jetzt sagt, das ist zu wenig, jetzt gebe ich das mehr übers Futter und auf der anderen Seite wird das über den Darm gar nicht aufgenommen. Ja, also das kann man sich dann letztendlich sparen. Was ich natürlich empfehle, ist aus eigener Anschauung, ist jeder 5E Blutcheck. Ich untersuche da Blutstropfen. Jeder Züchter kann mir, wenn er möchte, mal so ein Blut oder von einem Problemfall in einem einfachen kleinen Versandcontainer, das kennt ihr ja alle, zwei Tropfen Blut herschicken. Das Blut bleibt am Leben und ich kann das dann hier mit diesem Spezialmikroskop untersuchen. Das ist das Dunkelfeldmikroskop und kann darauf sehr, sehr viel Rückschlüsse daraus Schlüsse ziehen. Das heißt, ich kann doch feststellen, ob die roten Blutkörperchen funktionieren, ob das Immunsystem intakt ist, ob da irgendwelche Störfaktoren dahinter sind, die ja auch die Schleimhäute und die Fruchtbarkeit hochgradig beeinflussen oder beeinträchtigen könnten. Gesundheit. Also das ist in meinen Augen ein sehr, sehr effizienter Test. Der geht ganz schnell und der gibt jeweilig die Situation, die jetzt gerade vorliegt, auch zur Kenntnis. Ja, dazu kommt natürlich, dass ich hier einen sehr gut eingearbeiteten habe, Butzi, der überprüft dann meine Ergebnisse. Und jetzt sage ich noch was Geheimes, das darf niemand hören außer euch. Ich kann sogar, oder ich mache das, mit speziellen Wellenlängen das lebende Blut unter dem Mikroskop
behandeln oder beleuchten und sehe dann zum Beispiel, wenn ich verklebtes Blut habe, sehe ich, ob die Farbe grün, also als Vitalstoffe, Algen oder eben Substanzen, die die Farbe grün repräsentieren, nämlich das Leber-Chi, ob die dazu führen, dass sich direkt die roten Blutkörperchen voneinander lösen können oder nicht. Ganz tolle Sache, kostet ganz wenig. So, und dann kann ich darunter genau sagen, okay, der Hund braucht jetzt für Erhöhung der Fruchtbarkeit oder verbesserte Hormonsituation Vitamin D oder Vitamin B oder was weiß ich, an auch diesen zusätzlichen Ergebnissen. Ja, natürlich, kommen zu Untersuchungsmethoden, ist gut, dass es klemmt. Noch Tupferproben, es werden ganz viele Bakterienuntersuchungen gemacht, Urinanalyse, Ultraschall und so weiter und so weiter. Kann man alles machen, ist alles gut und schön, aber ich warne vor einseitig interpretierten Ergebnissen, weil letztendlich, wenn man jetzt Tupferproben macht und bestimmte Keime auf der Schleimhaut jetzt feststellt, wenn man dagegen natürlich routinemäßig Antibiotika einsetzt, ist die Frage, ob das jetzt wirklich einen Nutzen bringt, weil die Schleimhäute natürlich nicht die Aussagekraft haben, sondern das, was die Schleimhäute steuert. Und das ist eben wiederum die Darmflora, das Lymphsystem im Darm. Und das verbessern wir mit Antibiotika nicht. Also in der Form, ich werbe für einen anderen Blickwinkel, der mit natürlichen Dingen vorgeht und auf der anderen Seite nicht so viel Diagnostik macht, die zwangsläufig die Chemikalien nach sich zieht. Das ist irgendwie das Gegenteil, ne? Wenn ich im Dunkelfeld sehe, eine Hündin soll bedeckt werden oder soll läufig werden sogar und wird es nicht richtig und ich sehe diese Histaminose, also die Verklebung der roten Blutkörperchen mit solchen Gerinnungsprodukten praktisch aus dem zähklebrigen Blut, dann sind da Pseudoallergien und Schleimhautbelastungen eventuell dahinter und diese Hündin, denen kann man wirklich helfen mit Vitamin D, mit Algen, mit speziellen Vitalstoffen, aber wenn ich das sehe hier, dann kann ich schon sagen, da brauchst du auch keinen Abstrich machen oder sowas, sondern hier besteht systemische Gefahr. Und die sollte man bannen, weil jedes Blutströpfchen hat eben natürlich seine Aussagekraft für die Funktionalität des Hormonsystems. Weil es ein offenes Geheimnis, der Hund spart am ehesten an der Trächtigkeit. Das ist ganz einfach so. Wenn irgendeine Störung da ist, gerade eine systemische von Darmflora oder vom Blut jetzt in der Form, von den Blutströpfchen, von den roten Blutkörperchen, von der Sauerstoffversorgung, von dem Immunsystem, was man alles ja hier sieht, dann spart er natürlich am ehesten an den Welpen. Ist ja logisch, er hat andere Aufgaben. Und das ist einfach das Problem, dass man dann eben letztendlich bei Hündin ganz gut aufpassen kann, was ist denn jetzt im Detail überhaupt zu analysieren, ohne dass ich zu viel Geld ausgebe, aber genau die Informationen zu bekommen, wie es mit der Gesundheit dieses Tieres aussieht. Ihr seid schon alle am Schlafen, was? Ja, jetzt dreht sich noch um Muskulatur, Faszien und Bindegewebe. Was hat denn das damit mit Zuchthündin zu tun? Ihr fragt euch allmählich, ihr fragt euch allmählich, was das jetzt mit der Zucht zu tun haben sollte. Ich erkläre es. Das ist nämlich für mich, wenn die echt aufregend. Na, wenn man überlegt, was man alles, dann kriegen die Hormone und das, was ich und so weiter. Ich erzähle meine Geschichte. Ich habe vor vielen hundert Jahren, war einer der ersten Hündinnen, ich hatte damals die chinesische Medizin studiert, bei Menschen allerdings, aber ist wurscht. Und ja, und ich habe eine Hündin bekommen, die wurde vorher zuerst nach USA und dann nach Thailand verkauft, eine sehr wertvolle Zuchthündin, die aber nicht aufgenommen hat. Und die haben so alle möglichen Hormone und fragt mich was und dann hatte ich Kontakt mit den Züchtern und dann haben sie mich gefragt, hier, traust du das zu? Ich natürlich, ja klar. Und so, ne? Und die haben wir damals auch über ganz einfache Methoden der Darmsanierung und mit Akupunktur damals, mit chinesischen Kräutern, haben wir tatsächlich dafür sorgen können, dass die bei der ersten Läufigkeit danach auch trächtig wurde. Hat zwar nur 4 Welpen bekommen, aber immerhin. Die waren aber gesund. Und damals habe ich eben auch angefangen, schon darüber nachzudenken, wie kann das sein, dass so ein paar Kräuterchen oder sowas, dass die so einen Erfolg haben und vorher alle möglichen, fast schon Zwangsmaßnahmen haben das nicht gebracht. So, dazu gehört auch der Körper zum Beispiel. Und das Geheimnis war dieser, eins der Geheimnisse war, dass dieser Hund auch viel Bewegung hatte. Ne? Die Frau hat viel, die Züchterin, also viel mit ihm dann Sport gemacht, war eben auch ein Sporthund oder sogar ein Schutzhund, weiß gar nicht mehr.
Und jetzt in der letzten Zeit, in den letzten 10, 20 Jahren, komme ich immer mehr wieder drauf, wie stark zum Beispiel die Faktoren von Bewegung und Muskulatur und Faszienzustand, wie stark die zusammenspielen mit den Funktionen der Drüsen. Ja, nehmen wir mal die Muskulatur. Muskelzellen, wer interessiert sich denn für Muskelzellen bei Hündinnen? Stellen selbst Fette her und speichern sie. Ja, gut. Aber diese regen die Bildung von Mitochondrien an. Ja, und was macht die ganzen Zellen und was schützt die Schleimhäute und was macht die Fruchtbarkeit? Es sind ja nur die Mitochondrien, die Kraftwerke aller Zellen. Ebenso von tonischer Muskulatur, die unter Nutzung dieser Mitochondrien Energie produziert. Also das heißt, Muskulatur braucht nicht nur Energie, sondern die produziert auch selber Energie. Und vor allen Dingen, die Muskulatur produziert auch selber Stoffe, also Aminosäuren zum Beispiel, die das Herz bilden, Gehirn, Leber unterstützen, die Nieren und die Drüsen und eben auch, tralala, die Ovarien und die Schleimhäute. Die Muskelaktivität erzeugt, also wenn ein Muskel hin und her bewegt wird, erzeugt dieser Muskel hormonähnliche Botenstoffe, das sind Myokine. Und diese haben wieder eine positive Wirkung auf die ganzen Leber, Herz und Blutgefäße. Interessiert uns jetzt nicht. Pankreas, Knochen, Gehirn, hat viel mit Hormonen zu tun, sind entzündungshemmend, Schleimhaut beschützen, neuroprotektiv und so weiter, Immunsystem. Und siehe da, sie hemmen Tumorwachstum. Beispiel Gesäuge. Das ist nachgewiesen. Das heißt, der Hund, der Bewegung hat, der hat bessere Karten in diesen Segmenten. So, das Nieren-Qi. Es dreht sich hier um, das ist rot, um die Flüssigkeiten. Wir sprechen ja über den Körper. Elektrische Felder werden auch erzeugt, also folgen zur Magenwand, das kommt gleich noch. Also der Magen, die Magenwand produziert die primäre elektrische Energie. Aber dazu kommen auch Flüssigkeiten. Wenn Blut und Wasser, in allen Zellen ist Wasser, im ganzen Körper, ich meine 70% sogar, sobald dieses Wasser sich bewegt über Flächen, baut sich dadurch Strom auf. Das heißt, der ganze Körper in seiner Bewegung erzeugt wiederum selbstständig Energie. Und zwar ganz viel massive Energie. Und diese Energie, die aus der Bewegung rauskommt, aus der Knochenaktivität und aus den anderen Instrumentarien, die mit Bewegung zu tun haben, kombiniert sich mit der Flüssigkeit. Energie und diese wird verteilt über die Faszien, über die Knochen. Wir kommen gleich noch darauf. Das heißt, wenn jetzt ein System oder ein Punkt im Körper, eine Fläche, primäre Energie zum Schutz der Ovarien produziert, dann wird die über die Faszien durch Flüssigkeit so informativ verteilt und erzeugt sogar noch bei dieser Verteilung über das Element Wasser Energie. Hört sich kompliziert an, ist aber unglaublich erfolgreich, weil dadurch kann ein Hund eben leben und sich auch vermehren. Wir haben schon gesagt, ein Hund, der das nicht so kann, der vermehrt sich halt nicht so gern. Also, das heißt, diese körperlichen Energiefelder, die eben was mit dem Nieren-Qi zu tun haben, deswegen sagt der Chinese, das Nieren-Qi schützt die Fruchtbarkeit. Wie früher immer gesagt, wie kann ein Nieren-Qi eine Fruchtbarkeit beschützen? Über diese Zusammenhänge verstehen wir das dann. Nieren-Qi bildet Energie, wird durch Flüssigkeit verteilt und dadurch kommt dieser ganze Zusammenhang zustande, den wir jetzt ja auch besprechen. So, Nieren-Qi, ihr fragt, wo man das findet. Da gibt es einen Punkt, das ist der Niere 3. Der ist hier direkt über dem inneren Knöchel. Und dann noch der Schubpunkt der Niere, das ist der Blase 23. Der ist auf dem Lendenwirbel 3 bis 4 ist der hier auf dem Blasenmeridian beheimatet. Oh Gott, die einen sagen, jetzt kommt er schon wieder mit diesen Punkten da. Und die anderen sagen, oh, das habe ich jetzt noch nie gehört, was hat denn das jetzt mit Zucht zu tun? Beiden können wir helfen. Das heißt, das eine, das wiederholen wir immer wieder. Und den anderen kann ich sagen, diese Tafeln hier könnt ihr auch erwerben. Wir haben eine wunderbare 5E-Partnerin, die jetzt schöne Bilder daraus macht. Hier, seht ihr doch, warte mal. Seht ihr das hier? Das ist gesundes Blut. Meine Kappe sitzt schief. Nee, doch nicht. Mein ganzer Kopf ist schief.
Diese Tafel hier, das ist zum Beispiel gesundes Blut von einem Hund und das hat sie in ihrer Druckerei gemacht. Das heißt, wir können dort Bilder bestellen, also von Motiven, die wir halt dann, na, was ist jetzt los? Moment. Das heißt, wenn euch sowas gefällt hier, ich möchte so eine Tafel und so weiter, könnt ihr euch an mich wenden. Das können wir also dann über diese Druckerei euch zusenden. Hier haben wir jetzt, wir haben ja über den Transport der Flüssigkeiten und der Informationen gesprochen. Ja, genau. Ich für die auch. Also die Tafel, ja, das ist Wahnsinn. Ich eiche mich immer. Wenn ich ins Dunkelfeld schaue und habe dann die schlimmsten Bilder vor mir, dann nachher muss ich immer geeicht werden auf sauberes Blut. Ne? Das ist ganz toll. Das ist wie Lüften. So. Ein großes Geheimnis ist der Minkmen. Das ist der LG4 auf dem zentralen Lenkergefäß, der Punkt LG4. Ich zeige gleich, wo der ist. Das ist nämlich die Quelle aller mütterlichen Energien. Wenn wir uns jetzt vorgestellt haben, was, vorstellen, was wir vorhin besprochen haben, dass zum Beispiel von diesem Energiefeld die Kräfte für die Eierstöcke und für die Gebärmutter zentralisiert entwickelt und dann über die Flüssigkeiten und Faszien ausgebreitet werden, da können wir uns wirklich vorstellen, wie toll doch der Körper gebaut ist und vor allen Dingen, dass wir da auch hinkommen. Ja? Dieser Punkt, also Milz und Magen, das sind die Wurzeln des Ein- und Ausgießens. Ne? Energie, elektrische Energie, Verdauung und das wissen wir alles. Ne? Übrigens auch die Milz, ne? Das wird ja meistens vergessen. Aber die Mingmen ist übergeordnet. Das ist die Quelle des Umwandelns und Hervorbringens vor allen Dingen. Das hat sehr, sehr viel mit Fruchtbarkeit zu tun. Also, Quelle aller mütterlichen Energien ist diese Fläche, dieser Punkt. Die Energie breitet sich über die besprochenen Wege aus. Ja, Knochen, das war jetzt noch zum Kapitel Flüssigkeit. Jetzt bei den Knochen, das ist ja fast schon langweilig, aber ich muss leider damit leben, dass eben viele, auch Fachleute, noch sagen, ein junger Hund, da soll ich nicht so viel bewegen, damit nichts an den Gelenken kommt. Jetzt gucken wir mal die Knochen an. Ja, die produzieren doch tatsächlich das ganze Blut, die weißen Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen, das kommt doch alles aus dem Knochenmark. Auch die Hormone zum Beispiel, ja, die auch direkt was mit der Fruchtbarkeit später zu tun haben. Das heißt, die Anlagen für Fruchtbarkeit und für auch Stabilität und Gesundheit werden in der Jugend auch über den Knochen gebildet. Wenn diese Knochen bewegungsaktiv sind und gut trainiert sind, bilden sie eben gesunde Blutkörperchen und sie bilden Energie und sie bilden hormonähnliche Botenstoffe, die eben den Hormonhaushalt so regulieren, dass eben eine Fruchtbarkeit auch denkbarer wird. Ja, das habt ihr ja schon alles bis zum Abwinken von mir gehört. Das könnt ihr auch lesen nochmal in dem Webinar. Ist die Arthrose eine Rose? Der piezoelektrische Effekt, der durch Wechsel von Be- und Entlastung wunderbare Effekte auf dieses einfache System Knochen und die Folgesysteme hat. Ja? Nur mal zu dem Thema Bewegung, aber es wird hoffentlich dazu führen, dass man doch die jungen Hunde, auch die ganz jungen Hunde, doch sich mehr bewegen lässt in Zukunft. Die es eh schon machen, das ist alles okay. Bindegewebe, fast jede Zelle ist von Bindegewebe umhüllt. Und das Bindegewebe verbindet alle Zellen, die Organe und die Gefäßsysteme und die Nerven zu einer Einheit. Das Bindegewebe ist also die Matrix, ist das, was alles miteinander verbindet. Und die Faszien, die wir für unsere Erörterung brauchen, ihr seht ja hier die Mingmen nochmal, das Lebenstor, das breitet seine Energie aus, leitet die aus zu den Organsystemen über die Faszien eben. Das ist eine Spezialform des Bindegewebes. Das wissen auch die Leute, die schon Pilates machen, wie wichtig die Faszien sind und wie viel da man darüber erreichen kann. Über die Faszien der Wirbelsäulengelenke und des Rückens verteilt sich die Energie hier zu dem Zielsystem. Ja, hätte ich noch dazu schreiben können. Die Konsequenz, ganz einfach, die Hündin sollte vor der Läufigkeit leicht und muskulös sein und geschmeidig und fit und gesund.
Es sollte vor der Läufigkeit sein. Das heißt, am besten die Hündin ist so und dann kann man nachher auch sagen, da brauche ich jetzt nicht viel mehr viel machen, sondern die ist ein bisschen trainiert und eben in guter Konstellation. Das hat dann viel bessere Möglichkeiten. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit, weil wenn ich mal am Quatschen bin, dann höre ich auch nicht mehr auf. Ne? Aber es ist halt saumäßig interessant. Wir haben ja schon über Magen und Milz ein bisschen als Quelle gesprochen. Aber der Magen macht noch mehr. Er lenkt zum Beispiel die Schilddrüse. Die Schilddrüsenaktivität, Funktionalität ist dominant abhängig vom Magen als Organ, von seiner Energie und zweitens mal von seiner Fähigkeit, auch aus der Proteinverdauung, aus der Eiweißverdauung Hormone zu bilden. Das heißt, die Eiweißverdauung im Magen ist die korrekte Eiweißverdauung ist Grundlage dafür, dass die Baustoffe für die Hormone überhaupt richtig in den Körper aufgenommen werden können. Und der Magen ist ja auch der Wegbereiter der Darmkraft. Wir haben über die Gene, über die Darmbakterien schon gesprochen. Also da, Magen natürlich, ohne gut Magen läuft halt auch nichts. Was wir oft vergessen, ist die Milz. Ja? Auf Röntgenbildern wird auch routinemäßig übersehen, wenn die Milz vergrößert ist. Und manche Züchter können das schon von außen oder Besitzer auch fühlen, dass die Milz da ein bisschen hin und her schwabbert, also geschwollen ist. Ich höre das sehr oft. Aber es wird ansonsten nicht zu berücksichtigen, weil die Milz lässt sich schwer messen im Blut und die Bedeutung wird eigentlich auch nicht so klar erkannt. Die Milz ist ja die Großmutter. Wenn wir die Familie nehmen, ist der Magen die Mutter und die Milz ist die Großmutter. Die arbeiten Hand in Hand und die sind auf der Wirbelsäule auch direkt nebeneinander. Deswegen ist der Magenblock meistens auch ein Milzblock. Ja, das heißt, aber jetzt kommen wir zur Sache, die Milz ist einfach deswegen wichtig, weil die nach der chinesischen Medizin die Gebärmutter beschützt. Die Muskulatur und die Schleimhaut, auch Teile des Mikrobioms, also der Zustände, die jetzt vom Darm aus mit der Schleimhaut kommunizieren, das ist Milzangelegenheit. Schon mal ein ganz anderer Blickwinkel. Magen aktivieren können wir zum Beispiel über den Magen 36. Das lernen wir ja alles in unseren Seminaren. Ich hoffe ja, dass ihr in Zukunft auch so rege an unseren Webinaren und Seminaren teilnehmen. Und auch zum Beispiel hier, das ist der Magenzustimmungspunkt, also der Magenhauptaktionspunkt der Zusenli. Die alten Chinesen, die wissen das, die nadeln sich diesen Punkt routinemäßig und eben hier oberhalb des inneren Knöchels beim Menschen vier Finger breit, der Sanyin Zhao, das ist der Milzpankreas 6, ein hervorragender Punkt, ganz einfach zugänglich, mit dem man die Milz zum Beispiel beeinflussen kann. Nur mal so als bildhafter Hintergrund. Nochmal ganz kurz, der Magen bildet die grundlegende bioelektrische Energie des Hundes. Das ist kein Geschwafel, das ist auch nicht alternativ, sondern es ist lange wissenschaftlich bewiesen worden, dass tatsächlich hier die bioelektrischen Energien, die alle Zellen auftanken, grundsätzlich in der Milz, im Magensystem, in den Magenwänden nämlich. Da seht ihr, wie wichtig diese Ernährung ist und auch die Kardinalregeln der Ernährung. Eben diese elektrische Energie, die zuständig ist für viele, viele andere Sachen, die nachgeschaltet sind. So, der Darm, klar. Enterozyten sind schlau, das ist wichtig. Ne? Das heißt, wir stellen uns nicht vor, der Darm ist nicht wie ein, das ist übrigens ein gesunder Darm, 5E ernährt. Ne? Der ist top, der ist gut, saftig, durchblutet, eine schöne Serosa, das ist wunderbar. Die meisten Därme sehen anders aus, dünner, man kann es aber meistens durchgucken. Ich sehe das ja immer schön, wenn ich was operiere. Aber wichtig ist, da geht nicht einfach die Nahrung durch. Ja, also wir wissen, ja, ein Hund braucht Selen, dann schicken wir mal genug Selen rein, so, und dann geht es da durch den Darm ja auch logisch rein. Das ist alles Unsinn. Die Darmzellen sind schlau. Das heißt, sie arbeiten aktiv, jede einzelne Darmzelle arbeitet aktiv. Sie prüft genau, was da ankommt, wie es ankommt und vor allen Dingen, ob der Körper überhaupt diese Substanzen so, wie er sie dann durchlässt, gebrauchen kann. Jede Zelle ist ein ganzes Arsenal von Sensorik und Funktionszusammenhängen und die lassen nur durch, was wirklich auch gut ankommt. Und alles andere wehren die ab. Das heißt, die ganzen Allergien und so weiter, hier haben wir sie, Pseudoallergien, Histaminosen, die meisten Allergien sind Pseudoallergien, die kommen aus Störungen dieser Darmstruktur. Übrigens auch Allergien, die halt eine Hündin belasten, ist ja logisch. Ne? Wenn eine
Hündin Histaminose hat, Pseudoallergien, Hautjuckern und schlechtes Fell und so weiter, weil die Darmzellen hier verklebt sind und weil die nichts durchlassen oder eben in falscher Form durchlassen, weil sie eben dumm gemacht wurden durch unsere Fehler, dann ist es halt nicht gerade ein Wegbereiter für 15 gesunde Welpen. So, auch die Lymphe entspringt im Darmsystem. Das heißt, Lymphsystem und Blut, Lymphsystem und Darm und auch Blut hat sehr, sehr viel eben mit der Darmstruktur zu tun. Dazu kommt noch, dass die Hauptenergiestraße Darm, Niere, Nebenniere und Ovarien, das ist eine breite Energiebewegung, dass die eben vom Darm aus gelenkt wird. Dazu kommt noch das enteritische Nervensystem. Hier haben wir die Kopplung zwischen den Bakterien, also hier Quorum sensing Bakterien und den Rezeptoren. Ja? Eine Hündin, die nicht genug trinkt, hat eventuell zu trockene Schleimhäute und hat nicht den Flüssigkeitsfaktor, der zulässt, die Energieverteilung so zu machen, dass die Eierstöcke gut funktionieren. Bedeutet, wir haben hier die nicht genug trinkt. Das Trinken wird aber nicht dadurch gemanagt, dass der Besitzer oder der Züchter hier immer genug Wasser hineinschüttet und das Wasser noch, das Futter noch anfeuchtet, damit der ja nur genug Feuchtigkeit reinkommt, sondern es ist tatsächlich nur zu abhängig vom Zustand der Enterozyten und der Rezeptoren, die hier sind. Ne? Da sitzen überall kleine Messwerte, nämlich und auch Nervenendigungen, die genau vermelden den Nierensystem, du musst so und so viel trinken und das muss vor allen Dingen auch so und so verarbeitet werden. Und hier kommen auch aus dem Darm über die Rezeptoren, über die Nervenendigung, die Signale, ob ein Hund gesunde Schleimhäute hat und eine aktive Gebärmutterstruktur, so die eine schnelle Geburt ermöglichen. Wahnsinnig kompliziert, ne? Aber im Grunde ist alles so schlüssig. Wir machen halt jeden Tag, wir wiederholen jetzt am besten jeden Tag das Webinar zusammen, dass wir immer mehr Zusammenschlüsse finden von den Gedanken. Nehmen wir nochmal das Blut. Ich habe ja, ihr habt das oben, hängt das noch gerade? Ja, toll, ne? Das ist das Blut hier. Übrigens ist das die Partnerin, finde ich ganz, ganz toll. Die hat das selber erzeugt. Der Hund hatte ja Leishmaniose und die hat selber durch Umstellung auf 5E-Nahrung und ich weiß nicht, also Vitalstoffe, will ich jetzt nicht alle zitieren, aber sie hat sich selber geschafft, tatsächlich Leishmaniose frei zu bekommen, den Hund, und auch dieses wunderbare Blut, was jetzt so sauber ist, das ist einfach toll, sagenhaft. Da wird natürlich auch die Schleimhaut und die Eierstöcke richtig durchblutet. Das Blut versorgt, es entgiftet, es informiert. Der ganze Lichtinformationsfaktor des Körpers wird über das Blut auch zusätzlich geregelt, also hauptsächlich über das Blut. Hier vor allen Dingen entscheidet sich, ob ein weißes Blutkörperchen hier abgefangen wird in dieser Schlacke. Das sind alles tote weiße Blutkörperchen. Ja, der Hund merkt nichts davon, aber die Systeme werden natürlich hier abgegriffen und das Immunsystem wird inaktiviert. Es können sich irgendwelche Entzündungen und Pilze einsetzen auf der Schleimhaut. Da kannst du noch so viel Antibiotika geben. Solange diese Dinge drin sind, ist das eben nicht richtig. Und auch der pH-Wert des Körpers wird übers Blut reguliert. Und das haben wir ja schon besprochen. Das kann man alles wunderschön im Dunkelfeldmikroskop anschauen. Und das Blut. Nicht zu hastig. Das Blut. Das ist nur sauber, wenn der Darm gesund ist und wenn die Darmschranken, Magenschranken, wenn die nicht unter zu starkem Druck stehen, oder beziehungsweise wenn die halt funktionieren, dass die geschlossen sind. Also sobald hier Radikale und Dreck ins Blut reinkommen, dann ist es halt nicht mehr sauber. So, wenn es nicht sauber ist, dann kann ich ja was dran tun. Ich kann eine Darmkur machen, so dass über den Darm das Blut gereinigt wird. Ich kann Vitalstoffe geben, das rote Blut aktivieren, damit die Drehkraft und die Ausscheidungskraft größer wird. Und schwupp, habe ich innerhalb von 3 Wochen ein sauberes Blut. Und da weiß ich auch, das tut auch natürlich den Schleimhäuten gut. Okay, nicht zu hastig. Die Ernährung der Hündin, die das alles reguliert und beeinflusst natürlich, die sollte eben vor der Bedeckung optimiert sein. Und nicht während der Trächtigkeit dies und jenes und alle möglichen noch Depots anlegen. Das geht alles oder vieles in die falsche Richtung. Kein Übergewicht,
für eine Verbesserung der Konzeptionsrate und für eine aktive Geburt vor allen Dingen. Lebensfrohe Welpen und natürlich auch eine dynamische Laktation. Kein Abspecken während der Trächtigkeit, nicht plötzlich feststellen, oh, da sind 10 Kilo zu viel, jetzt muss ich da erstmal runterhungern. Keine krassen Wechsel der Ernährungs- und Fütterungsstrategie, zumindest ist das meine Meinung. Und möglichst, wenn es geht, aber es geht doch meistens, keine chemischen Medikamente. Also nicht chemische Wurmkorn in der Trächtigkeit und so weiter, weil alles, was wir machen, hat weitreichende Nebenwirkungen, die wir überhaupt nicht vorher abchecken können und die wir auch kaum erkennen können. So, als Vorsorge stelle ich mir vor, jetzt der Hündin bei der Ernährung, eine Darmkur. Das säubert immer die Systeme, das säubert auch das Blut, aktiviert die Systeme. Das ist okay. Ich habe hier mal hingeschrieben, was ich machen würde. Das kennen wir alles. Aber Holodyn ist für mich auch noch das eigentliche Stoff, der die Faszien und den Bewegungsapparat flexibilisiert, geschmeidig macht. Wir haben ja über den Faktor Flüssigkeit gesprochen, aber auch pflanzliches Nierenchi bedeutet. Das heißt, da habe ich beide Systeme. Die Energie des Bewegungsapparates und auf der anderen Seite das Nierenchi. Das finde ich ganz toll, diesen Stoff hier. Als Ernährung optimiert ist ganz klar, ihr wisst, auf welcher Seite ich stehe, ist die kaltgepresste 5-E-Nahrung. Darauf stehe ich. Wir haben so viele Hunde analysiert, immer wieder kommt raus, dass eben kaltgepresste 5-E-Nahrung die beste Möglichkeiten bietet für Zuchterfolg. Aber ich muss auch aufpassen nach den Kardinalregeln. Also wenn ich dreimal am Tag kaltgepresstes Futter fütter, erreiche ich halt auch nicht mein Ziel. Es gibt viele andere mögliche Ernährungsstrategien. Ich muss aber bei meinen Empfehlungen halt das empfehlen oder sagen, was ich für optimiert halte. Und dafür haben wir, ich habe jetzt 35 Jahre das Ganze gemacht, schon mal haben wir auch wirklich Hunderte bis Tausende von Hunden, auch von Hündinnen, natürlich nicht so viel, aber Zuchthündinnen haben wir in diesem Hinblick auch analysieren können. Und das hängt übrigens daran, jetzt hat gerade jemand gefragt, wieso denn das? Das, was die Kardinalregeln sind, wenn ihr das nicht wisst, dann bin ich euch mit meinem Gerede noch nicht so ganz auf die Nerven gegangen, aber ihr könnt mir, es kommt nachher noch meine E-Mail-Adresse an, schickt mir einfach eine E-Mail, Mensch, ich weiß ja gar nicht, was die Kardinalregeln sind, und dann schicke ich euch sofort ein Skript, wo das drin steht. So, übrigens auch mit den anderen Themen. Wo waren wir jetzt? Da hat jemand gefragt, warum ist denn das überhaupt so? Ja, und das habe ich, ich habe ja früher die Ergebnisse gehabt und so weiter, aber also ganz durchgestiegen, warum das eigentlich so ist, bin ich erst in den letzten 5 Jahren, nämlich dann, nachdem wir einfach analysiert haben, was der Dickdarm macht. Und dazu muss ich eine Kenntnis geben, die Hauptsteuerungssignale kommen für Abwehr, für Hormonsystem und so weiter, kommen letztendlich aus dem Dickdarm. Das sind 3/4 aller Darmbakterien, sind dort beheimatet. So, und solange ich ernähre, was im Magen verbraten wird oder im Dünndarm eben hin und her geworfen wird, und solange ich so ernähre, dass nicht genug im Dickdarm ankommt, nicht genug Rohfaser und nicht genug Struktur und vor allem Lichtfaktor, da kann ich noch so viel machen, aber ich habe diesen Faktor einfach nicht genug berücksichtigt, dass der Dickdarm eigentlich noch die Hauptstrategie macht, ja, also der bakteriellen Lenkung. Und das muss der Effekt sein, wenn ich nämlich 5-E-Nahrung hat den ersten Faktor, dass ich, also die Kaltpresse, hat den ersten Faktor, dass ich wirklich den Dickdarm auch erreiche. Das habe ich auch ganz vielen Röntgenbildern gesehen, wie das dann nachher aussehen kann. Fruchtbarkeitsstörungen, da sind wir ja schon beim Thema. Ich weiß gar nicht, was ihr euch so aufregt. Sind wir ja schon gleich fertig. Nein, Fruchtbarkeitsstörungen. Dann erinnern wir uns wieder, also angenommen, was ist überhaupt eine Fruchtbarkeitsstörung? Na gut, wenn die Hündin nicht richtig läufig wird, wenn sie Ausfluss hat, wenn sie Abstrichergebnisse hat, dass da irgendwelche Keime drauf sind. Es sind aber auch schon Fruchtbarkeitsstörungen, dass letztendlich die Welpenleben schwach sind, dass Aborte stattfinden, dass die Welpen nicht zahlreich genug sind und so weiter. Also jeder weiß nun, dass sich darüber hinter viele Probleme verstecken können. Ich gebe hier nur mal ein paar Hinweise, woran man dann auch denken könnte. Man könnte daran mal denken, dass man vorher vielleicht nicht genug nachgedacht hat oder an die Darmgesundheit gedacht hat. Jo, klar. Gut, aber was mache ich dann, wenn ich nicht unbedingt jetzt tonnenweise Antibiotika in den Hund reinschütten will? Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an den Ming Men.
hier ans Lebenstor. Was kann ich daran machen? Ich kann ganz einfach eine Massage durchführen. Ich kann ein Kräuterkissen drauflegen. Eventuell eine Lichtbehandlung, eine BLT, eine B-Light-Tuning-Behandlung mit Blau von diesem Punkt und von dem LG23 machen lassen bei einem der 5E-Partner. Ist eine ganz einfache Sache. Das mit Blau behandeln. Ich kann Lipkurkuma geben, dass hier auch die Mitochondrien, dieses Energiefeld schön repariert werden. Wir haben bei der Indikation dieses Punktes, haben wir die Angaben Lumbago, Dysfunktion, also alles Dinge, die mit der Blase, Niere und auch mit der Lendenwirbelsäule zu tun haben. Aber bei den Chinesen kommt eben das auch hier zu diesem Punkt, die Fruchtbarkeitsstörung. Also müssen wir dran denken, Moment, da stimmt an was, an Hauptenergieerzeuger, da stimmt was nicht. Oder der hat vielleicht einfach nur hier früher ein Biss drin gehabt oder wir fühlen, da vorne ist warm, da hinten ist kalt, Mensch Meier, da ist eine Blockade aus irgendeinem Grund. Also können wir daran denken, dass wir das ein bisschen befühlen können und vor allen Dingen auch beeinflussen können. Die Qigong-Ka-Massage. Qigong-Ka bekommt er ja beim gesunden Tier. Das ist eine ganz wunderbare Sache, weil da können wir über die Meridian ganz einfach zu Hause, zweimal täglich 4 Minuten, können wir hier herrlich dieses ganze Energiefeld aktivieren. Homöopathische Medikamente sind zum Beispiel Solidago, Berberis D3, es gibt auch Kräuter. Kennt ihr alle, die Astragalus, was weiß ich da, also chinesische Kräuter auch, ist vielleicht jetzt ein bisschen weit, aber zum Beispiel Heilpilze, das kann man doch leicht einsetzen. Hier zum Beispiel der Cordyceps, ne? Immer in flüssiger Form, bitte nicht bei solchen Sachen in Kapseln. Immer dafür kann man auch was geben, um eben diesen Punkt zu aktivieren. Dann kommt noch ein anderer Energiepunkt. Das ist der Blase 23. Der ist ja wieder hier auf dem Blasenmeridian, also seitlich der Wirbelsäule auf dem Blasenmeridian. Auch darüber könnt ihr Skizzen bekommen. Übrigens haben wir auch ein Buch beim gesunden Tier über die Meridiantafeln. Das ist ganz billig, das ist ganz einfach und praktisch. Aber da stehen alle Meridiane wunderbar drauf. Das muss man einfach haben. Muss jeder Mensch haben. Und da kann man sehen, wo der Blase 23 ist. Das ist der Shenshu, der Nieren-Qi-Zustimmungspunkt auf der Wirbelsäule. Und den kann man auch schön durch die Massage erreichen. Also hier der Mingmen und hier der Shenshu. Da könnt ihr auch gucken, das ist auch das Gleiche. Das behandelt die Wirbelsäule, die Nieren, aber auch den Darm. Das heißt, da bei den Chinesen gibt es keine groben Trennungen, sondern das hängt tatsächlich diese Systeme zusammen. Und aber auch die Ovarien, die werden hier mit vom Blase 23 gesteuert, nämlich die Ovarien. Bei Zysten kann man diesen Punkt schön harmonisieren, aktivieren. Sterilität, Läufigkeit, Schwäche, das sind die Indikationen, dass man sich um diesen Punkt kümmert. Man kann zum Beispiel eine externe Lasertherapie einsetzen. Das machen ja viele Partner, ganz einfach. Kann man auch als Züchter hinfahren und das machen lassen oder selber sich so ein Gerät dann schaffen oder eben Light Tuning, um diese ganze Fläche und so weiter mit Licht zu aktivieren. Das ist sehr, sehr tief wirksam, also tiefgehend. Das Licht geht und der Laser geht also bis hier 3, 4, 5 Zentimeter in diese Region hinein und dadurch kann man wirklich effizient auch was behandeln. Dazu gehören zum Beispiel Ovarium, Ampullen. Ne? Ich nehme da oft Organpräparate, also Organotherapie. Substanzen, die ja auch frei verkäuflich sind in der Apotheke, die könnt ihr bei mir natürlich auch bekommen. Cordyceps, ganz toll ist das Kräuterkissen, was beim gesunden Tier gibt. Ne? Das kann man da schön auflegen, da sind so viele Kräuter drin, die einen direkten Einfluss auf diese Energiefelder haben. Qigong-Massage habe ich schon gesagt. Vitalstoffe, das ist ja eigentlich das, was euch jetzt interessiert. Alles, was jetzt mit Fruchtbarkeit, mit Fruchtbarkeitsstörung zu tun hat, zum Beispiel Darmdünngel. Warum? Weil der Magen damit gestartet wird. Und dann haben wir die ganzen Vorgänge eben doch von Anfang an besser im Griff. Aminopower ist sehr gut, finde ich, für die Mitochondrien und auch für die Bildungsstätten der Hormone. Das sind ja die Mitochondrien der Drüsen und der Steuerungssysteme. Also Aminopower als Aminosäuren finde ich toll. Energy Forte geht noch weiter. Das geht schon in die Hormone hinein über das Ginseng und Nieren-Qi.
was aber ein reiner Energielieferant ist und also auf der anderen Seite eben dann auch keine Nebenwirkungen hervorrufen kann, wenn man es gut dosiert. Ganz toll ist Lipcurcumin, dahinter, weil die hauptsächlichen Bruchstücke von Rezept von Mitochondrien, Bruchstücke, Beschädigung von Mitochondrien, die mit der Trächtigkeit, Läufigkeit und so weiter zu tun haben, mit den Hormonen, reagieren auf Blau sehr gut. Und Blau ist Wellenlänge, ist eben Kurkuma. Wir haben ja, das geht nur über Partner, aber wir haben ja viele Partner. Das Lipcurcumin ist eben Kurkuma in einer solchen Verarbeitung, also liposomal verarbeitet, so dass es über die Schleimhaut in geringer Dosierung trotzdem vermehrt ankommt. Weil, wenn man Kurkuma in einer therapeutischen, in einer wirksamen Dosis dem Hund in den Magen gibt, dann muss man so hoch gehen, dass der das Erbrechen bekommt. Das ist natürlich viel zu stark, weil das ein Gewürz ist. Und so hoch kann man das gar nicht geben. Deswegen, ich schwöre auf das Lipcurcuma, es ist eine tolle Sache. Ist preiswert, man braucht nur einige Tropfen und haben dadurch über den Weg der Schleimhäute trotzdem direkt das Erreichen zur Folge für die Hormonsysteme. OPC-Tabletten stimmen immer. Das sind spezielle Algenkombinationen mit Ginseng. Denkt ans Nieren-Qi, Blutreinigung vor allen Dingen. Was auch ein wichtiger Faktor ist, ist der Bioaktivator, nämlich das Zink. Ne? Viele Probleme, die mit dem Verlust des Schlafsystems, also Rhythmus, die rhythmischen, dass die Hunde nachts ruhig schlafen, am Tag aktiv sind, auch vor allen Dingen der Schild- und Bauchspeicheldrüse, besonders der Hypophyse, sogar die Bildung der Glückshormone ist von Zink auch abhängig. Und Zink wird sehr schnell reduziert durch Fehlverdauung. Also hier Bioaktivator für Hündinnen und auch für Förderung der Trächtigkeit, gerade bei Fruchtbarkeit, Schwung oder wenn ich da einfach nur was verbessern will, ist das auch eine tolle Sache. B-Komplex eigentlich immer. Wenn ich was erreichen will für die Schleimhäute, für die Zellen, B-Komplex ist super. Vitamin 3, das betrifft hauptsächlich die Hormone, die durch die Flexibilität der roten Blutkörperchen besser gebildet werden. Es hat was mit der Leber zu tun, mit der Blut-Sauerstoffversorgung und viele, viele Hündinnen, wie auch Menschen und so weiter, haben ganz einfach einen Mangel an Vitamin D3. Ich könnte die Faktoren, die dazu führen, erklären, aber das ist wirklich dann Aufgabe für ein ganzes Tagesseminar. Aber das Vitamin D3 kann man als Tropfen, das gesunde Tier hat das als Tropfen, das kann man sehr schön verabreichen und die sind dann halt auch recht stark. Ein Tropfen hat 1000 Einheiten, damit kann man da wirklich mit sehr wenig Kapitalaufwand viel erreichen. Hepodyn, Blutbildung, sobald Hündin nicht ausreichend Blut hat. Übrigens, auch dickes Blut ist nicht gut. Das heißt, es muss schön ausgewogen sein. Aber wenn es zu wenig rote Blutkörperchen sind oder Blutfarbstoff, Hepodyn ist ein sehr wertvolle Substanz, um eben die Blutbildung zu verbessern, ohne Risiken. So, und wenn wir jetzt Probleme haben, die mit Infektionen zu tun haben, dass die Welpen ein Virus hatten oder auch die Hündin und so weiter, ist das Immodyn auch eine ganz gute Angelegenheit. So. Hier habe ich nochmal die Zustimmungspunkte. Warum? Das habe ich jetzt nochmal wiederholt. Einfach in einer größeren Tafel. Guck mal, da seht ihr. So, jetzt wollte ich eigentlich das hier so. Ne? Da seht ihr, seht man es größer, gell? Da sieht man hier nochmal den schönen Zustand. Da hinten wäre der Mingmen. Und hier ist der Shen Shu. Also so allmählich nähern wir uns, dass wir der Erkenntnis, dass er dieses ganze Energiefeld hier hinten, ist auch eigentlich logisch, oder? Ist auch alles, Eierstöcke sind hier, die Nieren, da ist die Gebärmutter und so weiter. Das war das, über dieses Energiefeld ganz einfach grobsinnig schon was erreichen können oder beeinflussen können. So, jetzt wollte ich das hier. Ja. Okay. Also, wenn die Mutterhündin jetzt trächtig geworden ist, gibt es am Anfang, nimmt sie nicht so zu. Die Kenner, die wissen ja schon, oh, die ist trächtig, aber da sind so kleinere Signale. Aber natürlich, wenn die Welpen wachsen, wird immer weniger Platz vorhanden sein für die Verdauung selbst. So, und dann kommt noch dazu, dass die Hündin eventuell weniger fressen.
Was machst du jetzt? Die meisten oder viele denken jetzt halt auch, muss ich diese Nährstoffe da jetzt reinpacken, und die machen dann das dazu, eine Dose und die und so weiter und Vitaminbomben, was natürlich alles total gut gemeint ist. Aber da muss ich eine Erkenntnis, die schon lange bekannt ist, die ich auch in meinem Buch Schlüssel zur Hundegesundheit schon ausführlich beschrieben habe, diesen Faktor muss ich hier zitieren: durch Mangel, also die Könige der Darmflora, die bestimmen darüber, letztendlich durch diese ganzen Reaktionsketten, wie die Darmflora ist, wie die Darmfunktionalität ist und vor allen Dingen auch, wie die Enterozyten die Nährstoffe aufnehmen können. Wenn die E. coli das nicht wollen und wenn die Probleme haben, dann kannst du noch so viel Material in den Hund hineinstopfen. Die Kolis werden immer verärgerter und die Verdauung wird immer schlechter. Das heißt, die Ökonomie der Verdauung ist noch viel wichtiger. Es ist viel, viel wichtiger. Das heißt, wenn wir es geschafft haben, eine anständige Darmflora durch unsere Darmkur und durch unsere anderen Maßnahmen, eine anständige Darmflora zu bekommen oder zu erhalten, dann brauchen wir uns über Mangel keinerlei Gedanken machen. Und diese Dinge, dass wir immer mehr versuchen und immer wieder den Hund überreden wollen, dass er noch mehr frisst, ist einfach nicht richtig. Denkt daran, dass Wölfe nur auf der Welt sind, weil sie sich immer doch wieder vermehrt haben, und jemand, der ihnen dann nochmal dies und jenes nachheißt. Nein, das ist alles Unsinn. Das ist ein Naturgesetz. Mangel erzeugt eher Sauberkeit als Überfluss. Und Sauberkeit und Energie bringt bessere Ergebnisse auch in Bezug auf Zucht. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so aufrege. Ist doch logisch. So, maximal der trächtigen Hündin, Vitalstoffe der Darmkur. Das kann man eigentlich immer machen. Die optimierte Ernährung der laktierenden Hündin, also wenn sie jetzt dann nachher die Welpen gebracht hat, ist aus meinem Spektrum ist die Hälfte. Ich würde also das kaltgepresste Nahrung nicht ganz wegnehmen, um einfach diesen Dickdarmfaktor immer beizubehalten und nicht nachher zu vernachlässigen. Aber man kann sehr gut eben das Protein nur dazu machen, auch Extrudate, damit eben eine Ausgewogenheit zwischen Resorptionsfähigkeit und aber Dickdarmunterstützung noch stattgegeben ist. Auch Kardinalregeln einhalten, aber natürlich relativieren. Ich muss dann natürlich gucken, ob ich jetzt einen Rauhaardackel oder eine Dogge vor mir habe und dann letztendlich mich darauf einstellen. Aber die wichtigste Kardinalregel ist, dass ich abends nichts fütter. Und das betrifft auch die Laktierenden. Das ist ja ganz klar, das ist ja tralala. Ah, noch ein Tipp: wenn ich jetzt das wirklich nicht glauben will, aber ich bin auch inzwischen der vernünftigen Ansicht, dass ich jetzt nicht so viele Tricks anwende, um mehr Nährstoffe reinzubekommen und sogenannte Depots bin, dann könnte man eine Zeit lang einfach die Pankreastabletten dazugeben, die durch ihre also natürlichen Enzyme dazu führen, dass die Nahrung etwas besser verwertbar ist. Dann mache ich einfach eine Tablette pro 10 Kilo ins Futter rein. Das finde ich jetzt einen ganz, ganz schlauen Trick eigentlich, aber legalen. So, jetzt haben wir vorangegangene Fehlgeburten. Wir wollen die Trächtigkeit diesmal beschützen. Da gibt es ein homöopathisches Medikament, Viburnum Opulus D30. Ich habe es noch nie allein, weil ich halte von Homöopathie ohne alles andere eigentlich gar nichts. Wie soll denn das wirken? Aber wenn man das andere, jetzt die Darmflora, wenn man diese ganzen Dinge gelernt hat, ein bisschen umzusetzen, dann bewirken diese homöopathischen Medikamente eventuell viele gute Dinge. Dann, wenn früher Fehlgeburten gab, das sind ja meistens dann auch Infektionen, die, sag mal, im Mutterleib schon an den Welpen stattgefunden haben. Und aber die Darmschleimhaut, die Darmflora, das Mikrobiom, die Schutzfunktionalität der Därme beschützt die Hündin wie die Embryonen vor Eindringen von Krankheitserregern. Das ist ja schon tausendmal alles bewiesen worden und das weiß auch jeder eigentlich, aber letztendlich ist das Immunsystem und der Darm ist da Voraussetzung dafür, dass an die Welpen nichts rankommt. Und dafür gibt es kein Medikament auf der Welt, außer diesen Zusammenhängen. Auch Fehlgeburt, Missbildung oder Lebensschwäche vor allen Dingen. Ne? Immer wieder an diesen Punkt denken und nicht dieser Trick und jener Trick und so weiter. Und wenn die Welpen nachher direkt ihren Durchfall bekommen, ja, dann direkt auch Antibiotika bekommen. Das ist einfach alles möglich, aber es ist unheimlich anstrengend und so frustrierend auch. So, Tränke
ohne Chlor. Jetzt spinnt er der Backhaus. Tränke ohne Chlor. Ne? Bitte denkt daran, wenn wir jetzt schon mal vorher Probleme hatten, der Magen ist der Hauptenergiebildner und der Hauptinformant letztendlich von der elektrischen Energie. Und wir können den Hündin einfach nicht gut gewissens chloriertes Wasser geben, weil Chlor desinfiziert, also tötet halt die guten Magenbakterien erstmal ab. Ist so ein Faktor, der ist absolut unangenehm. Aber ich bin absolut sicher, dass der ganz, ganz wichtig ist, dass wir weder den Welpen, wenn sie nachher was trinken, noch eben besonders der Hündin, die jetzt Probleme schon hatte, letztendlich chloriertes Wasser noch geben. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das anders macht. Darüber kann ich natürlich gerne informieren, braucht er mich nur zu fragen. Geburtslenkung, da will ich euch auch jetzt nicht langweilen. Ihr seid alles erfahrene Züchter, das wisst ihr alles bis im FF. Ich habe natürlich auch einige Geburten überwachen können und ich habe darüber aber so eine Art Skript erarbeitet, wie man so ein paar Sachen berücksichtigen kann. Das könnt ihr von mir auch kostenfrei natürlich bekommen. Aber das will ich jetzt hier nicht ausbreiten. Venenschwäche ist Cimici fuga, Racimosus heißt das, glaube ich, ne? Cimici fuga, D6, alle 3 Minuten, alle 30 Minuten, das sind Tiefpotenzen. Die haben nur für ein paar Stunden oder Minuten jetzt gerade in diesem Problemgebiet Wirkung. Und was ich schon vor 40 Jahren, glaube ich, oder egal, schon direkt erlernen durfte bei meinem alten Lehrer Dr. Mettler im Saarland, waren die Flutstropfen. Das ist einfach eine tolle Mischung. Warum auch immer. Das hat damals ein Engländer, glaube ich, ein englischer Homöopath, ein Tierhomöopath, der hat das irgendwie mal gemischt. Also das heißt, da haben wir immer routinemisch gemischt. Caulophyllum C30 und Pulsatil T4, das alle halbe Stunde 5 bis 10 Tropfen. Und ich habe damit Geburten von Schafen, Schweinen, früher so viel Geburten, natürlich auch von Hunden managen können, dass ich absolut fest überzeugt bin, dass diese Kombination ihre Wirksamkeit hat. Andere Autoren sagen auch Cecale Cornutum, die 6, das habe ich selber noch nicht ausprobiert. Klar, wenn ich meine Flutschtropfen habe. So, Geburtsförderung, was kann man noch machen? Man kann eine Akupressur machen. Ne? Das wissen auch die Menschen, die Gynäkologen inzwischen, dass man hier eine Akupunktur machen kann am Dickdarm 4, Regu. Hier, das ist ja hier. Warte mal. Hier, Regu. Ja, Dickdarm 4. Da. Wenn ich so mache, entsteht hier eine Beule, also ein kleiner Hügel. Wenn ich da reindrücke, das ist der Regu, der Dickdarm 4. Den muss man unbedingt sich merken, weil das einfach für so viele Sachen ein wichtiger Punkt ist. Übrigens auch für die Fröhlichkeit. Ne? Man kann diesen Regu mit der gelben Lichtmaschine so wunderbar das Gesicht aufhellen und gute Laune. Das wissen schon alle 5 Ehepartner, die das BLT-Gerät haben. Ne? Morgens beim Frühstück erstmal gelbe Strahlen. Wupp, da geht die Sonne auf. Das heißt, die Geburtsförderung geht über diesen Punkt hier auch, ne? Mit Licht, mit einer Massage, Akupressur, was ihr machen könnt. Vielleicht einfach nur ein bisschen Wärme, je nachdem. Und auf der anderen Seite, der zweite Punkt ist der Sanjiao, der Milzpankreas 6, den haben wir schon besprochen. Auch darüber könnt ihr ein Bild anfordern, kann ich euch alles zuschicken. Ihr müsst mir halt nur eure Adresse und E-Mail-Adresse, das ist halt nur mal so, auch sagen, damit ich euch das per E-Mail zuschicken kann. Aber ich muss halt auch wissen, wer ihr seid. Das kann ich ja nicht in der ganzen Welt verteilen, irgendwelchen transalbanischen Spionen und so weiter. Also das heißt, wir in unserem Netzwerk, ihr bekommt das auch alles. Und ich finde es sehr eindrucksvoll, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, dass immer wieder an der Wand oder wenn ich das halt griffbereit habe, ein Punkt hier, dass ich mir den anschauen kann, dann weiß ich immer automatisch und am 5. Mal, wo die Sachen sind. Dann, da kann ich Akupressur machen, Massage, Qigong kann, den muss jeder haben. Ich kann das mit Laser aktivieren oder eben mit dem sagenumwobenen B-Light-Tuning. Das haben die meisten Partner schon, dass ein Qigong kann. So, die Neugeborenen sind da. Seid ihr überhaupt noch da? Ihr seid noch da, gell? Ah, die E-Mail-Adresse bringe ich gleich noch. Gut, wenn ihr noch da seid, hurra! Wie wissen denn überhaupt? Jesus Gott, Maria, der Backhaus, der quatscht in einem Wort. Okay, wir sind aber noch nicht fertig. Ja,
Die neugeborenen Immunsysteme werden geprägt durch die Hündin, ob wir es jetzt wollen oder nicht. Das heißt, die ersten Lebensstunden bilden die entscheidende Information, ob die Bakterien die richtigen Darmstellen und Rezeptoren besetzen im Welpen. Das heißt, die ersten 6 Lebensstunden entscheiden über 90% des gesamten späteren Lebens. So ist das. Und wenn wir zu viel Sterilität, zu viel Sauberkeit und alles mögliche ausgekochten, was weiß ich, haben, verhindern wir die Chancen. Und vor allen Dingen, wenn wir kranke Hündinnen haben oder nicht darmaktive ernährte Hündinnen haben, haben wir nicht die Chancen, dass die richtigen Bakterien, hauptsächlich Lactobacillen sind das, auf von dem Afternahtbereich der Hündin auf den Welpen übertragen werden. Gigantisch, oder? So, Atmungsförderung der Welpen, auch das habe ich früher schon immer ausprobieren können, ist Heloderma C30, die Lotion, also immer als Tropfen, ein Tropfen auf die Zunge, Keuchtropfen. Ne, es gibt ja Leute, so ganz schlaue, die sagen, die Homöopathie ist alles Quatsch und hilft nicht. Das hat sogar jetzt ein Politiker im Fernsehen gesagt, oh, so ein Unsinn, es ist nichts bewiesen. Mein Beweis ist, dass ich das mehrere hundert Mal bewandt habe und eben weiß auch, dass es einen Sinn macht. Ich kapiere natürlich nicht, warum, aber die Heloderma C30 ist eine tolle Sache. Muss ich haben als Züchter. Direkt, kann ich ja in der Apotheke, das kostet 7 €, glaube ich. Direkt nach der Geburt, ja, kann ich Annika D30 geben, selbstverständlich, dann aber nur einmal am Tag. Regeneration, aufpäppeln, Verhinderung der Nachblutung, wie mache ich denn das? Annika. Und da gibt es nämlich einen anderen Punkt, da hinten ist der Mingmen. Das ist der Blase 23 und hier ist dann auch auf der Wirbelsäule ist der LG4, der heißt Ho Dan Tian. Ja, in 5 Minuten habt ihr ja Prüfung, damit ihr das alles auswendig können. Der Ho Dan Tian, das ist das Lenkergefäß, das hintere, auf dem Lenkergefäß, das hintere Jadefeld. Das hintere Jadefeld. Ja, das ist auch wieder Lendenwirbelsäule, Blasen, Nieren. Ihr seht, alles hängt zusammen. Aber auch besonders die Fruchtbarkeitsstörung. Auch zum Beispiel der Durchfall. Aber ganz besonders die Blutstörung nach Geburtstrauma. Diesen Punkt sich aufhängen und den schon rein prophylaktisch schon mal erwärmen, massieren, anregen. Na? Nochmal, das habe ich halt nur. Der ist zwischen L1 bis 2. Haben wir das Skelett hier. Das ist L1 und das ist L2. Also hier direkt auf der Wirbelsäule, Lenkergefäß zwischen ersten und zweiten Lendenwirbelsäule. Hier ist der, wie heißt er? Ho Dan Tian. Ich rate euch, diese Punkte alle auswendig zu. Ich habe mir die vor 40 Jahren, den nicht, aber die anderen habe ich mir gemerkt. Und das geht einem nie mehr als mir aus dem Kopf raus, wenn man weiß, dass da unten am Knie der Magen 36 zu Sendi heißt. Das ist einfach toll. So, Probleme nach der Geburt. Fieber, Ausfluss, Mastitis, Durchfall. Kann ich mit Homöopathie behandeln, mit Lachesis, mit pflanzlichen Medikamenten, Organotherapie. Na, das sind diese Ampullen von Hehl oder Plantavet, die ich den Hündinnen direkt auf die Mautschleimhaut geben kann. Massage, Akupressur, das BLT natürlich, Laserfeldtherapie. Jetzt zum Beispiel, wenn Infekt vorkommt. Ne? Und ich weiß, dass das jetzt mit der Gebärmutter irgendwie mit der Geburt in Zusammenhang hängt, kann ich zum Beispiel den Lenkergefäß 23 mit Laser aktivieren oder mit Licht und dann gleichzeitig noch Lachesis geben. Und wer das macht, der wird dann doch bisweilen sehen, wie schnelle Wirksamkeit sowas hat und wie wenig Antibiotika ich dann nehmen muss. Und man kann natürlich über das Blut, ne, das ist gar nicht schlimm, man kann über das Blut, das lassen die Tiere über sich ergehen, sofort. Man kann bei einem Effekt, angenommen, der Hund hat Leishmaniose, auch eine Hündin, und hat nachher einen Borreliose-Schub, kann man über Infusion und Lichttherapie des Blutes direkt diese Infektion auch in den Griff bekommen. Über externe Lasertherapie, das BLT hier, die hauptsächlich an der Lichtpforte, Cauda equina, letzter Lendenwirbel, Kreuzbein, hier appliziert wird, bei solchen Problemen. Oder eben hier auch durch das BLT-Gerät, also durch das Licht, durch die Lichtpumpe, eben den Mingmen und diesen hinteren Energiepunkt auftanken, damit das ganze System sich schneller erholt. Nachgeburtsverhaltung, auch ganz toll, gelernt habe ich das bei den Kühen, was die Sabina D4 machen kann, wenn die Nachgeburt nicht kommt, einfach eine tolle wiederum
offiziell unwirksame Substanz, ist ja nicht mal Homöopathie, das ist ja nur praktisch verdünnt, energisch aufbereitete Substanz. Aber ganz tolle Sache, 3 bis 4 Mal täglich, 3 bis 12 Tropfen, natürlich immer auf die Maulschleimhaut. Ne? Und Tropfen bitte. Nie Tabletten, das bringt nichts. Die Tabletten sind auf Milchzucker, die gehen in den Magen und werden da zerrieben. Die homöopathische Information kommt nur über Dilution, also über wässrige Substanzen über die Schleimhaut zustande. Entweder ihr könnt das spritzen, das können manche tatsächlich, dass ihr eine Ampulle oder ein Homöopathikum spritzen könnt, oder aber es reicht vollkommen aus, Sabina D4 auf die Maulschleimhaut hier zu geben. Nochmals, Tabletten, Globuli, ich habe es wirklich tausende Male miteinander verglichen, sind relativ unwirksam im Vorteil gegenüber eben den homöopathischen wässrigen Tropfen. Agalactie, Milchmangel, auch x-mal ausprobiert, Phytolaca D11, Kombination wie die Flutschtropfen, ne? Also Phytolaca D11 kombiniert mit Aristolochia D30. Ich kann das mischen oder ich kann das und das abwechselnd geben. 3 bis 4 Mal täglich, 3 bis 12 Tropfen. Aber ich sehe ja, hier ist der Magenmeridian, der geht durchs Gesäuge durch. Das ist ja kein Zufall, oder? Das heißt, ich kann erstmal vorher dafür gesorgt haben, dass ein gesunder Magen da ist. Dann habe ich sowieso keinen Milchmangel. Oder ich gehe jetzt hin und mache schnell mal eine Magenkur oder eine Darmkur, die ja nicht schaden kann. Und auf der anderen Seite aktiviere ich hier den Magen 36. Ihr könnt es inzwischen auswendig, der Zusen Li mit Licht, mit dem Qigong Kam oder mit anderen Instrumentarien diesen Punkt aktivieren. Und dann kommt dadurch auch in Verbindung mit den homöopathischen Medikamenten ziemlich sicher oder hochwahrscheinlich eben auch schnell deutlicher Milchflussverbesserung zustande. Da haben wir noch einen. Den Magen 25, der ist direkt neben dem auf dem Magenmeridian, der hier auf dem Gesäuge hier durchläuft, der Magen 25. Tian Chu, den kann man sich leicht merken, das ist wie ein Schuh. Der beeinflusst Magen-Darm und Dickdarm. Siehe da, der Dickdarm, da kommt er auch mal wieder zur Geltung. Und der versorgt eben auch das Gesäuge und ist da auch zur Förderung des Milchflusses. Diesen Punkt zu aktivieren. Das erste Mal, als ich das machen konnte, eine Akupunktur vom Tian Chu, das war ein Seminar, was mein Chef gegeben hatte. Und ja, ich immer ganz schlau, aber ich habe immer dann natürlich diese Sachen erstmal nur zugeguckt und ja, die Tierärzte waren da und da hat er gesagt, ja, eine Akupunktur vom Tian Chu. Und dann hat er plötzlich gesagt, ja, mach du doch mal jetzt. Ne? Also ich musste dann plötzlich die Akupunktur machen. Und da haben mir die Finger gezittert, aber es ist einfach eine tolle Sache. Bei einer Kuh kann man es halt so leicht feststellen, ob da nachher die Milch kommt. Und der kritische Bauer, der sagt ja schon nachher die Meinung, ob das so stimmt oder nicht. Das heißt, diese Erfahrung habe ich da erstmal sammeln können vor vielen hundert Jahren und das hat mir sehr viel weitergeholfen. Weil wir tatsächlich damals auch in der Landwirtschaft schon Akupunktur und Homöopathie und zwar sehr intensiv gemacht haben. So, Mastitis, Verhärtung des Gesäuges, da haben wir wieder einen Punkt, den Magen 26, den Weiling, ne, der ist etwas höher, zwischen den Magen 25 und 27, der betrifft nämlich auch jetzt zum Beispiel Ovarzysten, erinnern wir uns an die Fruchtbarkeitsprobleme. Ah, die hat wahrscheinlich Ovarzysten, da haben wir Ultraschall gemacht, so, und dann kann man ja auch jetzt zu uns zurückbesinnen bei Ovarzysten, aber auch eben, wenn eine Mastitis da ist. Mastitis kriegt man hochwahrscheinlich oder eventuell, wenn man an den Magen denkt, auch über homöopathische Medikamente in Griff. Das ist die Phytolaca D30 und eben Bryonia Functiolaesa ist immer dann Bryonia noch dabei. Also wenn das Organ jetzt auch richtig beschädigt ist. 2 Mal täglich, auch als Tropfen, habe ich schon gesagt. Für Verhärtung ist Mercurius Solubilis D30 zuständig. Das heißt, wenn er da so Knoten fühlt, weiß nicht, was das jetzt sein soll, Beginn vom Tumor oder einfach nur ein bisschen Härtung oder so ein Knötchen halt, ne? Hier alle anderen Maßnahmen, Magen beanspruchen, aber letztendlich an Mercurius Solubilis denken. Seht ihr, jetzt sind wir gleich fertig. Ihr seid schon Pizza essen, toll. Ich kriege wieder nichts, gell? So, Magen 27, den haben wir auch noch, auch Gesäugemastitis, der ist halt ein Punkt dahinter. Aber dieser hintere Punkt, der Daju, Daju, nicht Daje, Daju, der ist hier auch prädestiniert für den Lymphstau, die Aktivierung des Lymphflusses. Also das heißt Gesäugeschwellungen,
Verdichtungen, so, wo man nicht genau wissen, schwitzt der jetzt da nur oder ist irgendwas gestaut, so weiter, eben auch wieder an diesen Punkt denken, aktivieren des Lymphabflusses und Lymphomyosot von Hehl als Tropfen geben. Ganz tolle Sache, das Lymphomyosot. Aber eben die Tabletten sind nur für Nachbehandlung geeignet, für wenn es wirklich als ein Gang ist, aber akut ist nur wirksam die Tropfen wiederum, kann man sogar als Ampullen kaufen oder von mir bekommen, je nachdem. Und damit dann, ja, dann sehr, sehr gut. Ich habe es jetzt einmal drauf geschaut. Amastitis, eine hohe Temperatur ist Lachesis plus diese Sache. Dann immer Lachesis. Sobald Fieber dabei ist, Lachesis. Ne? Kann man auch als Ampullen geben, dann hochwirksam oder zumindest mal als homöopathischer Tropfen. Man kann hier auch einfach den Algenschlammpackung vom gesunden Tier schöne Packung drauf machen, schöne Maske drauf, 20 Minuten einwirken lassen. Natürlich am Belecken hindern und nachher mit lauwarmem Wasser einfach abspülen. Durchfall ist auch der Magen 27. Magen 27, ja. Warum habe ich denn da den Jadefeld nochmal drauf? Ja, also der Punkt hier ist auch bei Durchfall, da haben wir es ja, Durchfall zuständig und aber auch der wiederum der LG4, das Jadefeld. Bei Durchfall, jetzt ist das Homöopathikum Nuxvomica D6 in wässriger Form angebracht. Auch Spascoprel-Ampullen von Hehl sind sehr gut zum Wirken. Dann ist der krampfartige Durchfall, die Verkrampfung der Darmmuskulatur. Und vom Gesundtier liebe ich die Darmakutprobiotik. Das ist das ganze Darmmilieu und Probiotika, wo man dann aber etwas verstärkt geben sollte, wenn die Hündin nach der Geburt Durchfälle bekommt. Halt. Noch dran denken an den Dünndarm 6, Hoshi. Der ist, hier drin ist ja der Dickdarm 4. Hier ist der Dickdarm 4. Und genau auf der anderen Seite, in der Beugefalte von der Hand, von der Pfote, Beugefalte, da ist der Dünndarm 6. Damit kann ich den Dünndarm eben schön beeinflussen. Welpe-Anfütterung, also da will ich mich jetzt nicht so einmischen, da weiß jeder. Ich habe jetzt vieles gehört, aber ehrlich gesagt, der Wurf von meiner Hündin, der ist, ich glaube, 40 oder 45 Jahre her. Das heißt, da kann ich immer nur mir interessiert anhören, was die Züchter so alle machen. Da spielt natürlich viel eine Rolle, die Ziegenmilch, Schmelzflockengas in Fenchel, irgendwas weiß ich. Ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen über Dinge, die ich nicht weiß. Ich würde eher für eine gesunde Hündin sorgen, damit ich da keinen Stress habe. Aber wenn man jetzt die Welpen anfüttern muss, dann wisst ihr wahrscheinlich schon alle, was ihr tun könnt und sollt. Und wenn ihr es nicht wisst, dann meldet euch einfach bei mir. Wir haben super, super erfahrene 5E-Partner-Züchter drin, die euch da sicherlich weiterhelfen werden und die wir dann halt als Adresse auch weitergeben oder zumindest die Informationen. Ab der sechsten Lebenswoche füttern wir, stellen wir so in schrittweise auf das Yang um, natürlich in kleinen Schritten. Yang ist extrudiertes Futter, aber am Anfang sollte ich jetzt nicht gleich alles übers Knie brechen, sondern auch die gut verwertbaren Nährstoffe noch geben. Aber ab der achten Woche schon das Spring. Langsam über das Yang hinüberrutschen zum Spring, immer schrittweise umstellen, weil das enthält jetzt als kaltgepresstes Futter die richtigen Signale für die Dickdarm, Struktur für den pH-Wert und für die ganzen Systeme, die wir ja langfristig fördern wollen. Allmähliche Steigerung der Anteile. Die Darmkur, das ist wichtig, das ist Paul. Und Paul hat sofort seine Darmkur bekommen. Da haben wir überhaupt nichts anbrennen lassen. Und zwar Darmdünn, Kräuterhefe, Lachsanfüll und zwar jeden Tag und ganz diszipliniert, weil das ist einfach so, der hat schon ein bisschen gerochen, der hat vorher auch versucht, dann Steine aufzunehmen und keine Ahnung. Und jetzt wollte ich mich aber nicht damit rumschlagen, dass ich gleich einen Darm operieren muss an einem dicken Wackerstein. So, das haben wir gleich diszipliniert gemacht. Der ist schon ganz früh, ist er im Schnee herumgetollt des Hochwaldes. Wir haben ihn auch nicht an der Bewegung eingeschränkt. Also das macht einfach Spaß und Laune. Hallo, er hat kein chloriertes Wasser bekommen. Ist schon wieder wichtig. Ich bin stolz drauf, dass wir dem jungen Hund, letztendlich Welpenhund, nicht gleich seine Magenflora mit chloriertem Wasser versaut haben. Nur mal als Hinweis. Impfung.
Oh, da kann man sich schier totschlagen vor Stress, ne? Was man da alles machen muss und was man nicht machen muss. Meine generellen Tipps sind, möglichst wenig Schaden und möglichst guten Schutz. Natürlich müssen wir impfen. Wir wollen ja keine Leptospirose jetzt oder solche und sowas. Aber wir wollen auch nichts kaputt machen. Und das ist jetzt Aufgabe des Züchters, in meinen Augen mit dem Tierarzt Hand in Hand zusammenarbeiten, dass man nicht einem Chihuahua zum Beispiel dieselbe Impfdosis wie einer Dogge gibt. Ja, dass man dann denkt, dass man nach der Impfung vielleicht auch empfindliche Hunde ein bisschen entgiftet. Was kann man damit machen? Also mit Thuja zum Beispiel, Tropfen, besser, noch besser mit Ampullen. Wenn Cavalier King Charles keine Impfung verträgt, vorsichtig impfen. Vorsichtig heißt auch die Impfdosis so ein bisschen anmessen an der Größe des Hundes und an der Rasse. Und dann eben Thuja ist eine tolle Sache, um auch nachhinein, also 2 Wochen nach der Impfung, 2 Wochen lang, eben die Nebenwirkung zu minimieren. Manche sagen dann, ja, ich impf gar nicht, weiß nicht, kann ich nicht verantworten. Auf der anderen Seite, oder sagen die dann, dass, ja, dann machen wir die Tollwut dann halt mit einem halben Jahr. Das heißt, das ist in meinen Augen und nach wissenschaftlichen Kriterien aber keine Schonung, weil wenn der Hund eben seine Impfung bekommt, muss er gucken, dass er die Antikörper bildet. Aber er wird auch sensibilisiert. Das ist ganz klar durch den Trägersubstanz. Und wenn jetzt letztendlich nachher nochmal dann die Tollwut dazukommt, ist in meinen Augen die Gefahr der Übersensibilisierung weitaus höher als, als wenn man das jetzt aus Schonungsgründen nochmal hintereinander staffelt. Ne? Ich habe Hunde gesehen, die werden 4-mal dann in den ersten 6 Monaten geimpft. In meinen Erachten ist das zu viel. Dann lieber eben die vorsichtige Impfung. Entwurmung, ja, da schlag mich tot. Man hat, ja, ich weiß, dass ihr Züchter natürlich unter dem Druck mal der Verbände und so weiter und was weiß ich, die ganzen Meinungsgeber steht. Aber ich weise darauf hin, dass eine Entwurmung auch Nebenschäden hervorrufen kann. Und zwar nicht gerade wenig. Ne? Muss immer noch bedenken, das ist ein kleiner Hund und ein junger Hund und die Immunsysteme sind noch nicht richtig ausgeprägt und bopp, da kommt die Wurmprobe. Und eventuell stellt sich dann raus, wenn man jetzt eine Kotprobe machen würde, dass der in diesem Stadium gar keine Darmparasiten hat, dass er also gar nicht entwurmt hätte werden müssen. Ne? Also, mein Rat ist ganz einfach, auch da bitte die Kirche im Dorf lassen. Und wenn ich jetzt Züchter wäre, ich würde halt immer wieder einfach auch mal, auch bei den Welpen, ich würde eine Kotprobe abgeben und würde gucken hier, was sind für welche, sind da Spurwürmer drin oder eben nicht. Und wenn jetzt keine Würmer drin sind, dann kann ich die Kontrolle nochmal wiederholen, aber dann brauche ich natürlich wesentlich weniger Maßnahmen in der chemischen Hinsicht ergreifen, als wenn ich dies und jenes habe. Und vor allen Dingen, wenn ich Würmer feststelle im Kot, dann kann ich eben auch ganz gezielt entwurmen, auf, nur mit dem Medikament, was halt auch dafür zuständig ist. Der beste Schutz vor Endoparasiten ist das stabile Magen-Darm-System. Daran geht nichts vorbei. Ich habe tausende von Hunden untersucht, die mit guten Ernährungsstrategien versorgt wurden und die komischerweise so wenig Parasiten haben, Endoparasiten, also Würmer. Auf der anderen Seite habe ich fehlernährte Hunde erlebt, die haben schon die dritte oder vierte Wurmkur bekommen und trotzdem waren immer noch die Spulwürmer drin. Also dieser Satz, den habe ich deswegen rot geschrieben. Was dient dazu? Natürlich die Darmkuren, logisch wie immer, die dickdarmaktive Ernährung und auch noch zwischendurch als Kur gegeben der 5-E-Wurmschutz für einen jungen oder für einen älteren Hund, das ist egal, ist eine feine Sache. Datenchip. Macht sich manch einer Gedanken. Der eine sagt, es ist ganz gefährlich, der andere nicht. Sagt überhaupt nichts. Es muss halt sein, klar. Paul ist auch gechippt, aber ich sage jetzt mal, auch das muss man vorsichtig machen. Es kann durchaus auch ein Chip, wenn er im Bindegewebe hängen bleibt oder in der falschen Position, kann auch ganz schön Ärger machen. Nur mal so ganz angedeutet. Also auch da. Nicht unterhalten beim Chippen oder ablenken lassen oder einen Tierarzt ablenken, sondern immer gucken, dass da schön Ruhe ist, dass das sauber appliziert wird und dann wird es auch wahrscheinlich nichts schaden. Warte mal, ich dachte schon, jetzt macht der Schluss. Nein. Habe ich was vergessen? Ja, natürlich.
Ich habe hier bei der Anfütterung von den Welpen, habe ich vergessen, es gibt ja jetzt Leute, die sagen, oh, man darf jetzt dieses Protein nicht füttern oder nur ein Protein wegen Allergisierung, wegen Allergien oder keine Kohlenhydrate und so weiter. Ich sage euch, das ist alles nicht so ganz richtig, weil letztendlich es dreht sich darum, was verträglich ist und vor allen Dingen, dass das Immunsystem in den ersten Lebenswochen trainiert werden muss. Das heißt, mein Rat ist, durchaus auch Kohlenhydrate geben, aber in so einer Struktur und Verarbeitung, dass sie halt nicht beschädigen, sondern einfach nur zur Ernährung, zur Kohlenstoffatomzufuhr führen und zur Strukturverbesserung, aber eben Unterschiede machen. Das heißt, bei den Proteinen durchaus mal was mit Rind nehmen oder dann auch mal was mit Ente. Also gucke nicht, dass man diese Einseitigkeit fährt, weil das Immunsystem muss im ersten Vierteljahr diese Dinge gewohnt sein, damit es die später nicht als Fremdsubstanzen erkennt oder fürchtet. Ne? Man weiß das einfach daran, weil man die besorgten Eltern in Amerika, die gelesen haben, dass es so viel Erdnussallergien gibt, die haben alle ihren Kindern keine Erdnüsse mehr gegeben und siehe da, da kommen solche gefährlichen Allergien jetzt zustande, die sind dann nachher gegen Erdnüsse allergisch erst recht, aber noch gegen alles mögliche andere. Man hat daraus schon lange seine Lehren gezogen. Das habe ich noch vorhin vergessen. Züchter stehen in Kontakt mit Hundewerbern. Logisch. Es ist doch toll, oder? Engagierte Züchter. Ich finde das klasse. Man kann so schön zusammenarbeiten. Wir leben in Europa und wir haben so viele Möglichkeiten. Aber Züchter werden auch immer wieder befragt. Ich weiß nicht, wie diese Nerven besitzen, aber wenn irgendwas ist, werden halt die Züchter befragt. Und auf der anderen Seite ist es auf der anderen Seite immer auch eine ganz große Verantwortung. Da gibt es viele Gerüchte. Räumen wir mal mit einem Gerücht auf, Labrador fressen allen Dreck und sind Vielfraße. Ja? Haben wir schon mal das Gegenteil bewiesen. Eine vernünftige Darmernährung und Darmkur und so weiter, dann frisst der Hund ganz normal. Ja? Labradore sind keine Fressmaschinen. Und wenn das noch so viele Leute behaupten, man kann das über die Darmflora durchaus diese ganzen Gerüche relativieren. Ist auch ein Gerücht, dass Cockerohren immer entzündet sind, ne? Oder verschmutzt. Wenn die Cocker nicht ordentlich ernährt werden, dann haben sie halt schneller mal Ohrsebarö. Das ist schon richtig. Aber ein gesund ernährter Hund hat auch gesunde Ohren, auch wenn es ein Cocker ist. Das behaupte ich und das habe ich x-mal beweisen können. Dann ist noch ein ganz schlimmes Gerücht, die Welpen, die jungen Hunde dürfen sich nicht so viel bewegen. Ich kenne Besitzer, die sklavisch auf die Uhr gucken, oh, mein Hund darf sich nur 10 Minuten bewegen, dann kriegt er nichts an den Gelenken. Das ist natürlich, ich muss sagen, das ist Schwachsinn und das weiß die ganze Welt, dass das Unsinn ist. Ne? Das ist genauso, hast ein Kind, dann sagst du, mit 18 fängst du mal an mit Sport. Das heißt, die gesamte Entwicklung, die Energie, die wir vorhin gelernt haben, die Strukturen, die Ausbildung des Gehirns, die Rezeptoren, alles Mögliche ist abhängig von Bewegung. Das heißt, das, was man den Welpen antut, wenn man als Züchter jetzt berät, der darf sich nicht bewegen, geht nicht richtig. Ne? Wir können uns aus dem Schlamassel ziehen. Natürlich schlecht ernährt oder nicht richtige ernährte Hunde oder die jetzt, sagen wir mal, schwache Gelenke hatten. Ja klar, da kann ich auch nicht die Treppe rauf und runter jagen. Aber wir können uns daraus retten, wenn mein Hund richtig ernährt wird. Und dafür sorge ich als Züchter. Ich versorge dich mit diesen Substanzen, mit diesen Produkten, mit diesem Know-how. Ich sage dir genau, was richtig ist und ich kann es sogar beweisen und ich kann dir sogar zeigen, wer ein Buch darüber geschrieben hat. So, dann sorge ich dafür, dass dein Hund gute Gelenke hat und dann sorge ich auch dafür, dass ich die Regie dafür können kann, dass der auch mit einem halben Jahr seinen Marathon läuft oder was weiß ich, oder dass er sich im Alter von 3-4 Monaten auch wirklich richtig lustig bewegen kann und rumlaufen kann. Ihr seht, ich reg mich auf, aber ganz positiv, ich bin schon wieder ruhig, weil mich das einfach manchmal einfach ärgert, dass da so gegen die Naturgesetze verstoßen wird. Das heißt, mein Plädoyer ist, ein Hund, die Hündinnen gesund machen, halten, die Welpen eben auch gesund auf die Welt bringen und dann eben auch das ganze Management darauf auszurichten, dass die Darmflora gesund ist und dass wir auch den Hunderwerbern richtigen Ratschläge geben. Nicht jede Patellaluxation muss operiert werden. Ne? Die Partner, die Laser haben, beherrschen, dass man die Patellasehne hier so schnell stabil bekommt und an,
anzieht hier, dass die Patellaluxation eben therapierbar wird ohne Operation. Na, man kann dem Besitzer sagen, hier, guck mal, wenn der sagt, oh, der hat da oben seinen Hotspot oder sein Ekzem, oder wenn ich da anfasse, ist er immer so empfindlich, dann kann man sagen, hier, das ist vielleicht ein Hinweis auf Magenproblematik. Oder Short Ulna, so viele Hunde drehen dann vorne in den Gelenken hier. Na, das muss man. Als Züchter sieht man das doch sofort, wenn ein Hund sich so nach außen dreht. Das dreht sich doch darum, dass dann der Druck im Ellbogen zu knapp wird und bei nicht wenigen Hunden. So, und dann weiß ich doch schon, da geht der Dünndarmmeridian durch und da geht der Dickdarmmeridian durch. Das heißt, die Short Ulna ist in meinen Augen 90% eine Ernährungsangelegenheit, eine Haltungsangelegenheit. Und da kann ich als Züchter super, super beraten und sagen, hier, da musst du nicht gleich die Ulna durchschneiden oder so, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten über Laseraktivierung, über eine anständige Ernährung, über eine Darmkur mit Holodünn und so weiter und so weiter. Hier, wenn die überbaut sind, Dysostosen haben, isolierter Prozess, Chorionidius, muss man heutzutage praktisch gar nicht mehr operieren, weil es da Methoden gibt und auch vor allen Dingen Vorsorgemaßnahmen, die der Züchter ja selber in der Hand hat, die er den Besitzern mitgeben kann und davon profitieren kann, weil Züchter, die bei uns mitarbeiten, sind 5e informiert. Dafür sind wir eine Familie, die wir uns treffen und die wir Webinar veranstalten. Ihr seht ja jetzt, was wir hier machen. Und auf der anderen Seite sind sie 5e vernetzt. Wenn es eine Frage gibt, ich weiß nicht, was ist denn das Thema, was soll ich da sagen? Die meisten Züchter wissen viel, wissen sehr viel. Aber wenn sie was nicht einschätzen können, wie man zum Beispiel eine Demodekose ohne Chemie wegbekommen kann, dann können sie, wenn sie wollen, mich fragen, uns fragen. Und dann können wir zumindest mal Hinweise geben, was es noch für Möglichkeiten gibt. Und wie man als Züchter die Regie positiv für den Hund eben führen kann und auch für den Besitzer natürlich. Man kann viel Geld sparen, viel Spaß dran haben, was funktioniert. Und auf der anderen Seite gemeinsam dieses Wissen vermehren. Ja, wie man junge Hunde anfüttert und so weiter. Und alles das, was ihr wisst, was ihr dann als besonderen Tipp habt, das müsst ihr mir natürlich wieder sagen. Und dann haben wir dadurch auch ein allgemeines Fortkommen. Ich habe immer noch was vor. Ah, ich habe was vergessen. Ihr seid ja schon beim dritten Bier. Aber das mache ich jetzt noch. Denn ich habe nämlich den Rüden vergessen. Die Prostata ist ein heißes Organ. Und viele, viele Rüden haben natürlich beim Züchter nichts Bier, haben das Problem, dass sie einfach dauerhaft überreizt sind von der Prostata. Und das einzige System, was das kühlen kann, was es ausgleichen kann, ist eben der Dickdarm. Verrückt, ne? Das ist der Dickdarm. Den kann man anschauen in der Stuhlprobe, auf dem Röntgenbild und so weiter. Und die kann man aber auch letztendlich, was viel wichtiger ist, beeinflussen. Was heißt, eine dickdarmaktivierte Ernährung hat so einen starken Dickdarm zur Folge, dass die Prostata sich gar nicht überhitzen kann und Adenome ausbilden kann, Prostatahypertrophien oder zu diesen verrückten Chipstar-Veranlassungen geben lässt, die diesen Hormonbildung einfach lahmlegen und für kleine Hoden sorgen und so weiter. Also viel, viel, viel Unheil wird angestiftet dadurch, dass einfach die Rüden kein schön aktiv ernährten Dickdarm haben. Das heißt, auch die Spermaqualität, sprechen wir mal auch von den Rüden, ne? Immer nur über die Hündin. Es ist doch alles Blödsinn. Die Rüden sind genauso, nämlich 50% daran beteiligt oder vielleicht nur 40, weiß nicht. Aber das heißt, die Qualität der Samen, der Gene vor allen Dingen, die übertragen werden, ja, komisch, ne? Der Rüde überträgt auch Gene, haben wir noch nie gehört. Das heißt, diese ganzen Zusammenhänge und die Qualität des Rüden selber, seines Lebens und der Probleme, die entstehen könnten durch eine Prostataüberhitzung, auf der anderen Seite die Spermienqualität, kann ich nachhaltig nur oder hauptsächlich beeinflussen über eine gesunde Dickdarmstruktur. So, was führt dazu? Natürlich die Ernährung, die Kardinalregel und so weiter. Habe ich ja jetzt schon alles tausendmal gesagt. Es gibt eine interessante Kur für den Rüden auch. Kriterien bei der Ernährung genau das gleiche. Da unterscheidet sich nichts. Aber bei der Darmkur, die man zwischendurch auch bei Zuchtrüden oder bei Rüden durchführen könnte, die vielleicht später dann zur Zucht eingesetzt werden, ist das Darmdünn, Kräuterhefe und das Prostzedünn. Weil das Prostzedünn enthält pflanzlich in Nirenchi, aber nur in der Modifikation, dass die Prostatafunktion, die Drüse, auch in ihrer Funktion ausgeglichen wird. Noch was? Auf dass es mal ein richtig gesunder Hund und fitter Hund wird. Ne? Wir sind dankbar, wenn die
Züchter uns solche Hunde ja, produzieren, oder wenn wir die erhalten können, wenn wir die erwerben können, wenn wir die besitzen dürfen, das ist so eine große Freude. Und wenn die dann noch gesund sind, wenn ich noch den Züchter als kompetenten Ratgeber nachher mal habe, wenn ich also nachfragen kann, oh, der hat morgens ein bisschen Schleim im Auge, was heißt denn das und so weiter, und der haut nicht gleich auf die Pauke und sagt, jetzt muss er direkt operiert werden, sondern sagt mir einfach mal, woran es eigentlich liegt, was ich da jetzt auch ganz lux machen kann, so, dann ist die Welt doch wunderbar in Ordnung. Das sind die Adressen, das ist das gesunde Tier. Ihr seid, wer Züchter ist, wer ein Zertifikat haben möchte. Ich danke übrigens für euer richtig tolles Interesse. Aber wenn ihr ein Zertifikat haben wollt, sagt ihr mir das halt auch, schreibt mir eine E-Mail bitte. Hier sind die Adressen. Das gesunde Tier kennt ihr hoffentlich oder ab jetzt, bitte sehr. Dann, das ist die E-Mail-Adresse. Da sind ja etliche ganz persönlich engagierte Hundefreunde und meine Freunde auch beschäftigt und beraten euch. Das ist meine Praxisadresse. Wir machen hier auch so Spezialberatung und Lösung und so weiter. Und das ist meine E-Mail-Adresse. Also schreibt mir einfach hier, ich bin Züchter XY und ich möchte ein Zertifikat haben. Und zwar ein wunderschönes mit Brokatschrift und Blümchen dran. Und dann schicken wir euch das natürlich zu. Ja, 57 Folien. Wir haben nur 6 Stunden überzogen. Ich bitte um Entschuldigung. Das nächste Mal mache ich da ein Bild mit Vögelchen hin. Und vielleicht auch eine andere Kappe. Was sagt ihr? Ist meine Kappe okay? Oder, weil das soll Thomas heißen. Und die Kappe ist da, damit die Pläte nicht so blendet. Ist das okay? Super, ja. Oh, wisst ihr was? Ich habe mich gerade entschieden. Ich ziehe die nächstes Mal auch wieder an. Das nächste Seminar wird für Einsteiger von 5E-Systemen sein. Und dann danke ich euch recht schön und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ich lese noch vielleicht ein paar Fragen, das haben wir ja auch versprochen. Dankeschön. Oh, große Ehre. Ja, vielen Dank. Jetzt, ach, ich brauche einen Moment, ich brauche eine Brille. Brille. Bildschirm. Achso, ja. Mal gucken. Wer hat denn hier eine Frage? Oh, ihr seid alle so schon gut ausgebildet. Bin da so froh. Ich lese hier so viele nette Namen und schöne. Das ist toll. Maria, wart alle dabei. Es ist sagenhaft. Klasse, 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 klasse. Komm, habt ihr noch eine Frage? Habt ihr noch Fragen? Stell mal eine Frage. Oh ja, jetzt tun sie alle auf super schlau. Nach 17 Jahren Zucht, boah, Wahnsinn. So. Ja, danke auch. Das heutige Skript über die Mailadresse. Wisst ihr was? Ja, ja, das PowerPoint, das kann ich auch, ja, das kann ich ja komprimieren. Das haben wir ja schon gemacht. Das kann ich euch auch zuschicken. Also wer das haben will, sagt, schreibt mir halt auch eine E-Mail, dann mache ich das. Ne? Aha. Kann man das Pinospray für den Moment für den Rüden nehmen zum Säubern? Hey, super. Die Kerstin, ha? Darf ich den Namen? Datenschutz. Also, die Frage finde ich klasse, weil das Pinospray, wir haben das Gentleman Care, glaube ich halt, es ist mit Ebermüll, aber das Pinospray finde ich noch besser, weil diese Pinozyde, die da drin sind, sind hochgradig wirksam, um die Schleimhaut vor negativen Keimen zu reinigen, auf der anderen Seite die anderen intakt zu lassen. Also Pinospray kannst du jetzt für dich beanspruchen, dass du das herausgefunden hast, das ist aber eine super Substanz dafür. Wann ist das nächste Seminar? Ja, bin als Rentner, habe nichts zu tun. 3 Wochen? Ich denke mal, 3 Wochen. Genau. Informieren, genau. Gebt eure Adressen bekannt oder Internet, E-Mail. Dann ist ja logisch. Linda, hast recht. Ihr werdet natürlich informiert, ist ja logisch. Wir müssen nur wissen, wer noch nicht ausgewandert ist. Moment, da war noch was. Laktieren, Hündin auch nur einmal morgens füttern. Ich finde ja, die Kardinalregel ist so wichtig. Gut, wenn ich jetzt ein schlechtes Gefühl dabei habe und ich merke, dass dem Hund das nicht ausreicht, natürlich mittags eine kleinere Mahlzeit, noch die zweite. Dazu wichtig ist keine, abends keine. Ja? Aber ich bin eigentlich größtenteils der Meinung, einmal morgens reicht aus, denkt an die Ökonomie der Verdauung. Das ist das Entscheidende.
Wenn die Darmflora aktiv ist, dann kann man ganz konsequent ernähren und trotzdem kommen genug Nährstoffe an, um das alles zu. Gibt es eine obere Grenze der Bewegung? Ja, da will ich jetzt mal mich nicht kennzeichnen als Tierquäler. Werdet ihr sauer sein. Aber also ich habe da ganz gute Beispiele, auch von Leuten, die praktisch doch arg Probleme bekamen in der Hundeschule und was weiß ich, und die dann aber doch mit ihren Hunden recht früh so viel gelaufen sind. Also ich habe bis jetzt nur Vorteile daran gesehen. Und wenn ein Hund nicht mehr kann, ja, also wenn ein Hund nicht mehr laufen kann, dann merke ich das doch als Besitzer. Dann muss er halt eine Pause machen. Der Hund ist doch nicht blöd und überstrapaziert sich. Also ich stehe auf dem Standpunkt, solange man jetzt kein böser Mensch ist, der den Hund mit an der Leine dann hinter sich herschleift, sondern einfach darauf achtet, was kann der Hund machen. Erstens wird er sich wundern, was ein Hund alles machen kann. Ja, wie lange der laufen kann, und zweitens wird er keinen Stress erleben, weil ein Hund, der an die Grenzen kommt, der ruht sich aus, der ist nicht so verrückt und quält sich da vorwärts. Also im Prinzip lieb eher mehr, als man denkt. Nicht zu vorsichtig sein, auch rauf runter rennen lassen, man kann einen Dackel, der kann auch Treppen laufen, auch Neufundländer, sondern daran denken, der Wechsel von B- und Entlastung. Und das Entscheidende ist eben die Darmflora. Das heißt, wenn da die Energie richtig funktioniert, dann kann der rennen und laufen und springen, egal was es ist. Auf der anderen Seite werden dadurch die Rezeptoren im Gehirn, die nicht nur für den Bewegungsapparat, sondern für alle anderen Systeme, die Klugheit kommt aus dem Hirn und die wird durch Bewegung besser und durch zu viel Schonung schlechter. Jawohl, danke. Oh, gut, dass ihr nicht schimpft, dann habe ich mich noch nicht so weit aus dem Fenster. Ein Windhutwelpen kann man nicht zurückhalten, das stimmt. Ne? Ja, aber ehrlich gesagt, ein Labrador auch nicht. Also jetzt der Paul, das ist ja Wahnsinn, was der rennt und so, das ist toll, das macht aber auch Spaß. Also aber ein Windhutwelpen, das kann ich mir richtig vorstellen. Umgekehrt, ich habe halt auch manche Schäden gesehen, wenn die Leute einfach zu sehr sich sklavisch dran gehalten haben, also jetzt zum Beispiel bei großwüchsigen Hunden und Doggen und so weiter, und dann eben einfach wirklich zu vorsichtig waren, das kann schon ganz ordentliche Schäden hervorrufen. Ja, ich glaube, jetzt sind alle zufrieden, oder? Teilnehmer? Ach, die meisten haben schon weg. Frage zur Dosierung von Thuja nach der Impfung. Wenn ich jetzt ganz hysterisch bin, und das bin ich ja, dann gebe ich tatsächlich, das sind 1 Milliliter, dann gebe ich eine Ampulle pro Tag für 10 Tage. Ja, die Thuja-Ampullen. So, wenn ich nicht so hysterisch bin, dann nehme ich die Thuja-Tropfen und dann gebe ich aber 14 Tage so halt einige Tropfen dann auch direkt über die Schleimhaut. Ja, 14 Tage ungefähr, ja, 10 bis 14 Tage. Mhm. Okay. Danke, danke, ja, sehr schön. Danke, danke, auch. Ich glaube, wir können Schluss machen, oder? Mein Magen knurrt schon. Nee, das war die Kuckucksuhr, die so geknurrt hat. Also, ich sage nochmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Abendsessen ist ungesund, das betrifft Mensch und Hund, reimt sich sogar. Danke. Wo mache ich denn hier Schluss überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo ich dann Pizza essen. Genau. Jetzt erstmal den glykämischen Index wieder verschlechtern. Ne? Jetzt erstmal wieder eine Pizza. Nein, Quatsch. Ich muss mal gucken. Also, wir treffen uns, wir sehen uns. Vielen Dank nochmal. Ich weiß nicht, wo man das ausstellt jetzt. Sekunde, Sekunde. Chat beenden. Präsentation beenden. Whiteboard freigeben, Umfrage. Ey Leute, ich weiß echt nicht, wo man das Ding beendet hier. Oder vielleicht ist er schon aus. Nee, ist noch nicht aus, ne? Dekazin. Ey, sowas habe ich noch nicht erlebt. Da, stopp.